Hahaha. Ha, ha. War mir so klar, dass so ein Spruch kommt. So, sag mal im Chat bitte Bescheid, was für eine Schwierigkeit die spielen. Easy, Medium oder Difficult. Easy, Medium oder Difficult. Ah, okay. Auf jeden Fall ist es gut. Trotz veralteter Engine. Easy, Medium, Difficult. Easy, Medium, Difficult. Ja, bitte kein Difficult. Ja, das war so klar, Mann. Hallo, ich will ein bisschen weiterkommen in dem Spiel als nur 2 Meter. Locked, ja. Hardcore, hast du einen Clown gefrühstückt oder was? Hardcore-Clown. Ja, Difficult, das war mir so klar. Ach, scheiß drauf. Ich mach jetzt Difficult. Matt oder Defi, easy ist für Pussys. Alles klar. Ich bin aber in Horror Games eine Pussy. So, Ruhe jetzt, weil jetzt kommt Story. I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it or if I'm just used to it. Kaffee leer? But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Aber das kann sehr zähes Let's Play, wollte ich schon sagen. Ein zäher Stream werden. Bei Difficult kann auch, wie weit ich komme, ne? Wahrscheinlich werde ich so gut wie keine Munition finden. Und es wird 5 Milliarden Viecher hinter mir her sein. Oh, der Andreas Rönnberg. Der hat's voll drauf. Ach ja, wenn ich viel Scheiße laber, liegt das daran, um mich wieder abzulenken. Boah, so ein alter Audi, ey, so ein richtiger 96er Baujahr, was los? Das ist ja schon der Horror, das Auto, ey. Ich hab keine Angst, voll lahm. Pff. Kann man vor sowas Angst haben, ey. Voll das Billig-Game hier, ey. Guck mal die Grafik, bei so einer Grafik erschreckt sich da. Ey, sei still! Hör auf! Kein Bock, mich wegen dir zu erschrecken mit deiner Rumknurrerei hier. Ich habe sowieso keine Angst vor dem Spiel, aber trotzdem. Aina Hatlefik. Geiler Name. Oh, Donner, Gewitter. Fängt ja schon mal gut an mit Donner. Gewitter. Hör auf, mich anzuknurren! Bist du wohl still? Ich muss streamen! Halt die Schnauze! Tila? Ich sperre dich gleich in den Garten. Oh, der fährt ja immer noch! Oh, das erinnert mich an meine Zeit damals, als ich noch zur Schule gegangen bin. So voll der Penner war in der Straßenbahn, so kaum Klamotten, kein Geld und so. Gut, ist heute immer noch so. Außer, dass ich aus der Schule draußen bin. Tila, hör jetzt auf. Muss konzentrieren. Ey, das Spiel ist immer noch voll laut. Amnesia habe ich schon gespielt. Ich habe 4 Monate gebraucht. Weil ich nach einer halben Stunde immer ausgemacht habe. Weil das Spiel einfach langweilig war. Deswegen. Angst. Ich habe Angst im Blut. Mein zweiter Name ist keine Angst, mein. Ja, beide am besten. So. Wie laut läuft er denn, bitteschön? Und wie läuft der? Hat er einen Stock im Arsch oder was? Gerade Dead by Daylight gespielt, Kettensäge hinten reinbekommen oder was? Help me. Oh shit. Oh shit. Ich heiße übrigens Simon. What happened? Ein Voyeur filmt mich von hinten. Mit seinem Selfie-Stick. Was ist das denn für eine Scheißkarte? Deutsches Nummernschild. Fuck! Geht's noch? Versucht er mich einfach umzufahren, ich glaube es geht. Tassenschrank oder was?
Ja, habe ich schon durchgespielt. Whistleblower auch. Und. Okay. Wake up! Ja, ich versuch's doch! Hilfe! Was sind das für Fratzen? Take the. Was? Scroll mal runter. Scheiße, egal. Ah, oh, endlich kann ich mich bewegen. Oh, ich hab einen Fotoapparat. So eine Kamera will ich zum Vloggen. Ey, schick die mal rüber hier in Real Life. Was ist das denn? X markiert die Stelle oder was? Ist hier ein Schatz vergraben? Ah, ich muss fotografieren, dann geht die Tür auf. Ich geh mal hier rein. Okay. Schwupp. Hallo? Nee, nach unten ist mal doof. Ich gehe weiter geradeaus. Ey, was ist das denn? Und jetzt? Ich habe alles fotografiert. Ah, warte. Da war was. Eine Luke. Okay. Hä, bin ich da hergekommen? Hilfe! Ist jetzt schon Horror. Was ist mit der Luke hier? Achso, da muss ich rein. Okay. Wer lacht denn hier im Hintergrund? Geht's nur? Oh, Tür auf. X fotografieren. Nix sehen. Weiterlaufen. Tür in die Fresse. Ah, da ist doch was. Ah, Mama! What the fuck? Was war das für ein hässlicher Vogel? Ah! Auf damit, ey. Wie komme ich da durch? Hallo? Kann ich da rein? Ach so. Hä? Nein, ich muss da rein. Wie komme ich denn da rein? Wie komme ich denn da rein? Vielleicht soll ich die Steuerung vorher mal lesen. Wie komme ich denn da rein? Hallo? Ducken? Ach, dieser Ducking Jump aus Counter-Strike noch. Ja, das waren noch Zeiten. Man! Hey! Komm auf hier, was ist los? Warum schlägst du dich selbst? Ah! Duck Jump, genau so hieß das. Duck Jump. Eieiei. Ha! Arschloch! Witzig. Geht's da zu lachen, Mann? Was ist los? Kriegst gleich den Uppercut nach hinten. Toll, zieh ich auf den Boden. Auf den Boden! Werf den zu Boden. Where am I? Keine Ahnung. Soll ich das wissen, ey? How did I get here? Boah, geil! So ein altes Nokia-Handy oder was? Okay. Hallo, ich will spielen. Ich will jetzt spielen. Ja. Boah, ich hab ein Messer! Geil. Chapter 1, Lost in the City. Was? Tab? Inventar? Mobile Phone. Quick Select. Oh, Quick Select ist. Quick Select ist ganz wichtig. Geh mal weg hier. Nee, Quick Select. Wie mach ich ein Quick Select hier? Ah, okay. So. Huch. Erstmal hauen. Ey, kennt ihr die Handys noch? Das war dieses Nokia, was rauskommt. Das ist dieses Orangene hier mit geilem Player und sowas. Was? Wer? Ja, you come home. Essen ist fertig, du kleiner Drecksack. Und räum mal dein Zimmer auf. Ja, ist ja gut, ey. Ich bin ja schon. Schnauze mal. Hallo. Ich muss mal Pfandflaschen suchen. Warte mal. Ich brauch Geld. Ist jemand gelaufen? Ich komme! Hallo. Was war's dat? Was war's dat? Wo ist er hin? B. Final Code. Find the Code, meine ich. Gute Padlock. Was ein Padlock? Hier ist gar kein Padlock. Willst du mich verarschen? Irgendwas von. Genau, das erste Walkman-Handy. Ja, genau.
So, okay, weiter geht's. Wo ist er hin, der Sack? Rein? Nee. Wohnt Butke? Okay. Butke? Was ist hier los? Geht's noch? Oh ja, das würde ich auch in echt machen. Also ich würde auf jeden Fall hier in so eine Gasse gehen, nach unten. Hallo. Ich habe eine Lampe, pass auf. Ich kann nicht blenden, wie bei Dead by Daylight. Und Boxen kann ich auch. Ich habe keine Lust mehr. Ist zu hart für mich. Zu difficult. Hallo? Hallo? Erstmal das Fahrrad klauen. Boah, komm, nimm, ich will hier weg. I don't need this right now. Ja, ist ja gut, Mann. Ey. Boah, was für eine Flasche, ey. Der will ja gar nichts. Mit dem Fahrrad könnte ich doch locker hier erstmal hochlaufen, dann losfahren. Wo muss ich hin? Was ist hier? Ich habe keine Lust mehr. Oh, da ist der geile Audi wieder. Baujahr, der ist ja noch älter. Hä? Halloween? Den kann ich hier rein. Mach mal Action, halt die Schnauze, Mann. Ich will keine Action. Geil. PC. Enter Username. Hoch. Ja, natürlich. Ich habe auch am PC so einen Knopf am Monitor, so ein X, um da wieder rauszugehen. Was? 14? Was ist das für ein scheiß Rätsel? Helf mir! Du kennst die Lösung. Du kennst das Spiel schon. Was für ein Zettel? Hallo, KFC Dota. Mann, was ist los? Zettel. Okay, ich suche einen Zettel. Zettel, 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 Zettel. Pfandflaschen. Oh, sind schon 2 Euro jetzt. Was hier oben? Ah! Was? CA 45? C und A 45 Euro oder was? Archived. EA 45. Wie EA 45? Was soll das sein? EA 45. EA ist scheiße übrigens. Ah Mann, ey. Jetzt lass mich nochmal. Gibt's noch mehr Zettel oder ist das der einzige? Du kennst das Spiel? Hoch. Lauf erstmal gegen die Wand. Hier bin ich hergekommen, ne? Okay. EA 45. Woher weiß ich, was der Benutzername ist an dem Computer? Was? Ich glaube falsch. EA45. Ich brauche noch einen Benutzernamen. Verdammt, helft mir doch mal im Stream. Ihr seid doch alle so hyper intelligent. Weißt du, guck mal zu hier bei so Spielen und lass mich dann hängen. Boah, ich kann das mir auch anders halten. Geht ja voll ab. Gibt's hier noch mehr Zettel? Ah, hier ist noch ein Zettel. Unforgettable. Ach, das ist der Benutzername bestimmt. Unforgettable. Das kann ich mir merken, ja. Das geht noch. Unforgettable. Unforgettable. Tja, was heißt jetzt? Ja, ich geb dir gleich. Ich hab's jetzt. Ich hab's gefunden. So. Unforgettable und EA 45. 45. Komm her. So. Unforgettable EA 45. Was denn? Warum lachst du? Ich finde das voll scheiße. Keine Lust mehr auf das Spiel. Scheißrätsel. Also gibt's noch einen Zettel. Ich guck gleich nach der Komplettlösung im Internet, ey. Hier. Mann, ey, Unforgettable EA 45, toll. Was für super Hinweise. Ich kann auch sprinten. Die ganze Zeit hier so lahm rum, ey. Dann gehen wir mal hier lang. Andersrum, ja, ich weiß, ich weiß doch. Ich gebe mir doch schon Mühe. So, hier in der dunklen Ecke, da ist nichts. Habe ich vielleicht irgendwas hier übersehen auf dem Weg?
Ja, dann gib mir mal einen Tipp. Wenn du so eine große Fresse hast, von wegen Loser und so. Komm, erzähl mal. Passwort und Username hätte ich gern. Immer die Fresse aufreißen, aber keine Lösung vorschlagen. Was ist das hier für eine Scheißgegend, ey, Mann? Das ist ja voll das Ghetto hier. Das sind die einzigen Zettel, es gibt sonst keine. Boah, Mann, die Laufgeräusche von dem. Tack, tack, tack. Ah, ja, das kann natürlich sein. Das war auch jetzt voll schwer rauszubekommen. Ey, Stickman, was geht ab? Stick in the dick. Stick in the dick! EA45 an Forgettable. Oh! Flatsch! Chill, 9728. Was? David. Wow. Darauf habe ich jetzt das Rätsel gelöst für sowas. Wah, Mama, wer bist du? Komm her, ich hab ein Messer. Willst du Beef? Schon meine Brüder, ey. Ich mach dich kaputt. Ey, der ist weg. Ja, jetzt habe ich das rausgefunden. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier ging es doch gar nicht mal weiter. Hier ist doch alles zugesperrt. Das soll difficult sein. Ist ja voll lame, das Spiel. Voll scheiße. Na, was? Hä? What the hell? Was ist das denn hier? Ich will jetzt weiter, Mann. Diese scheiß Kacke hier. Ich hab das jetzt rausgefunden und jetzt krieg ich einen Pokal oder was? Muss ich telefonieren? Warte mal, ich hab ein Telefon. Wie mach ich denn das an? Wie benutze ich denn das? Toll, super, ein Telefon, was kaputt ist oder was? Licht im Dunkeln nutzen, ja, das ist chill. Ist das eine Telefonnummer? Nein, kann keine Telefonnummer sein. Wow. Das ist ein richtiges Horror-Game. Fängt auf jeden Fall schon mal voll gut an. Ich hab voll Schiss. Also, mir geht voll der Stift hier, wenn ich mir die ganze Zeit den scheiß Audi da angucken muss. Wie telefoniere ich denn, Mann? Muss ich jetzt extra in die Option gehen? Was ist das denn für eine Scheiße hier mit dem Telefon? Wo ist denn die scheiß Steuerung? Kack-Game, ey. Regt mich jetzt schon auf. Koop. Koop-Option, die bringen es auch voll. Ach, fick dich. Han Zorro, warum? Da ist keine Tür! Ich werde gleich aggressiv hier. Ich mache gleich Cry für in Real Life, ey. So, ist hier eine Tür? Nein, Ghetto. So. Da, wo war's? Da ist keine Tür, da wo der PC steht. Da ist einfach nur Scheiße. Das ist einfach ein PC aus 1985. Mann, hat der viel Ausdauer. Hat meine Oma mehr Ausdauer. Komm ich hier. Ach, ich kann ja springen im Spiel, ich Idiot. Aber das bringt mir nichts. Hier ist eine unsichtbare Wand. Oh, ups. Ach nee, das war die Tür. Da ist keine Tür. Ja, toll. Das ist die Info des Jahrhunderts. Das ist echt. Da kann ich mir jetzt was kaufen. Wie kommen wir hier weiter? Scheiß Spiel. Ich bin lieber Outlast, ey. Lieber auf die anderen hören, sondern schon auf meine Freundin, die sagt, spiel Cry of 4. Stimmt's? Das war dein Vorschlag und jetzt gimp ich hier rum. Du musst mich blamieren vor 5 Millionen. Ja, beste Orientierung, hier ist nichts mehr. Das Spiel ist vorbei. Geschafft. Ich mach jetzt Kofferraum auf, leg mich rein, gib mir die Kugel. Ich muss doch hier irgendwie weiterkommen. Komm. Da ist keine Tür. Am Anfang, ja, das kann sein. Am Anfang war eine Tür. Das ist. Ach, du meinst ganz am Anfang, da unten. Na. Wer soll ich denn wissen, dass ich ganz am Anfang zurück muss? Unten an der Tür, was mit dem Computer zu tun hat, der. Ach, weißt du, also hier, Reinhard oder wie der heißt hier, der das Spiel gemacht hat, Grönemeyer oder wie der hieß, keine Ahnung, ey, streng dich mal an, ey, wenn du das Spiel wieder machst. Wie soll man denn darauf kommen, dass eine Tür ganz am Anfang ist, wenn man Computer 2 Jahre später irgendwo mal. Und da steht Jill und David, ey. Am besten noch Jason und Justin. Die Namen der 90er, ey. So. So, hier. Ah, hier war der Eingang.
Nein, ich gebe niemals auf. Ich reg mich noch auf, aber ich gebe niemals auf. Ja, der Dorf und Butke. Ja, das haben wir schon. Okay, gehen wir noch weiter zurück. Ich habe keinen Schiss. Hallo, geht's noch? Guck dir das Spiel doch mal. Help me! Was? Woher weißt du das? Wo hat man das denn jetzt schon wieder rausgefunden? Was? 7118? Ja. Echt? Das war falsch. Passiert nichts. Oh. Was er labert, ey. 1-4 stand auch am Computer und... Ach, 9-2-7. Wie war die Nummer noch im Computer? Scheiße. Dafür brauche ich die Nummer. 9? Also 9 war es. Scheiße, ich denke noch, leck mich. Weißt du, die Zahl kann mir am Arsch vorbeigehen. Das war die Zahl. 2 und 7-8, glaube ich, ne? Oh. Oder 8-7? Ach komm, ey. Muss ich jetzt echt zurücklaufen? Fick dich. Natürlich hat sich auch keiner aus dem Stream die Nummer gemerkt. Keiner. Weißt du, die dissen mich hier und von wegen ich hab Schiss, aber keiner merkt sich die Nummer. Was machst du? Warum fällst du hin? Was war das denn? Aufhören damit? 9728, sag ich doch! Danke. Jetzt hab ich mir den Weg gespart, das ist wenigstens einer da. Jetzt hör doch mal auf zu stolpern, Mann. Bist du irgendwie gehbehindert oder was? Nein, Kunkel. Kunkel ist auf meiner Seite. Komm. Ihr wollt nur, dass ich uprage hier. Rage quit macht. Nur deswegen wollt. Das wollt ihr. Schweine. Ihr Schweine. Sekunden. Oh, hier ist aber dunkel. You can put up. Ja, ich weiß. Habe ich doch schon längst gemacht. Hallo? 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 Ich lebe hier. Ich nehme hier mal ein Messer. Huh. Auf zu lachen da hinten. Huh. What the... Look to the right! Ja, lass mich mal. Okay. Ach, der lookt selber. Die geheimnisvolle Tür ist aufgegangen. Was ist das für Geräusche? Ah, hier kann ich speichern. Look to the right. Ja, ich hab doch. Wo bin ich jetzt hergekommen? Ah, hier bin ich hergekommen. Okay. Hallo? 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 Das Mund gehoben. Wer beobachtet mich schon wieder? Is that blood on the floor? Christ, it looks like it. What is going on? How the fuck did I even get there? Get to the chopper right now. Oh, schon mal Hammer, toll. Wow. Was willst du mit dem Hammer, Mann? Du hast ein Messer. Ah! Mami, Zombie! Hilfe, du bist hässlich. Hässlicher als Resident Evil 1. Hau ab! Ey, der hat den Hammer! Ah! Oh, zappel, Philipp! Geh weg! Oh mein Gott, der zappelt! Von oben! Guck mal, ich kann auch von oben. Aua, ey! Hilfe, stirb doch! Stirb doch! Das ist zu difficult! Wollt ihr mich verarschen? Wie hält er denn aus, dieser kleine Schmarotzer, ey? Oh, jetzt muss ich wieder dahin. Kommt das natürlich. Ja, das kenne ich schon. Mach mal Vorspulen, ey. Difficult, toll. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt die ganze Zeit nur an dem hier. Kannst das Spiel ja nur an euch starten. Ich bin dein Vater. Der ist viel zu stark. Ja, toll. Arsch.
Ach, sei ruhig. Lass dir mal einen Bart wachsen, man sieht aus wie 12,5. Ja, ich weiß, ich kenne dich schon. Jetzt geh mal weg. Renn doch vorbei oder so, Mann. Der hat einen Hammer, der ist viel zu stark. Der Hammer ist episch. Hör! 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 Aua! Warum gibt's hier kein Blocken? Geh weg! Mama! Hilfe! Da ist eine Luke! Geh doch rein! Geh in die Luke! Ich hab eine Syringe gefunden. Ach nö! Ey, da ist noch einer! Wollt ihr mich verarschen? Warte mal. Ich mach mal kurz mein Menü. Da. Ich glaube, das ist für Gesundheit, ne? Machen wir gleich mal auf 3. Ach, du hast. Das ist. Ich habe keine Lust mehr. Lass mal Outlast spielen. Ey. Hör auf mich zu blocken. Hilfe, ich sehe nix. Holy moly shit, alles. Fuck. Ah, Leiter. Leiter. Mann. Oh. Das ist. Nein. Da bin ich doch gerade runter. Nein, geh wieder runter. Geh wieder runter. Scheiße. Warum? Oh. Oh. Geh weg. Nein, geh wieder hoch. Geh wieder hoch. Geh wieder hoch. Bleib in der Mitte. Was mache ich jetzt? Ich sterb schon wieder. Nein, geh runter. Das Spiel ist verbuggt. Oh Gott, ich kann töten. Das Spiel ist verbuggt. Ich glaube, ich wäre tot. What the hell? Who was he? Doch, mit der Spritze. Ich call die Police! Hallo Polizei! Da ist ein kleiner Zombie in der Kanalisation, der mich vergewaltigen will. Was machst du? Wer telefoniert denn so in der Ecke hinten? Damn it. No signal. Ja, durch den Bug habe ich überlebt, ey, voll geil. Ja, und der wartet jetzt da unten, campt oder was, ey? Was ist das für ein scheiß Camper? Wo ist meine Syringe, die ich gefunden habe? Benutz sie mal. Toll, jetzt geht ja rum. Hey Mann, ich muss speichern. Wo ist mein Speicherautomat? Speicherautomat, Speicherautomat. Speicherautomat. Hallo? So, speichern. Ja, genau. Da hat man keinen Empfang im Bunker. Im Führerbunker. So. Oh, guck mal, Blutfleck in the air. Komm ich jetzt da runter, Mann? Ich muss doch da weiter, da war kein anderer Weg. Und da war, da wartet dieser Mongo auf mich hier. Und zweiten Bug krieg ich bestimmt kein Geschenk. Stirb, 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 stirb! Ich mach einfach viel weniger Schaden als die und hab keine Blockfunktion. Verfluchte Scheiße, wie soll das funktionieren? Lade das verdammte Spiel, ey. Sonst werde ich. Sonst raste ich aus und zersch. Was ist jetzt los? Jetzt läuft er von alleine. Was hab ich denn jetzt für einen Bug? Hallo? Ich lauf von alleine. Sag, jetzt muss mein Spielstand ist kaputt. Ey, wollt ihr mich eigentlich hier alle irgendwie trollen oder so? Hallo? Laden. Lade? Lade? Okay, ich kann wieder laufen. So, wo bin ich jetzt hergekommen? Nee, die Tür ist genau. Ja, stimmt, bin ich hergekommen. Zerstör ihn von hinten. Ist er jetzt wieder weg? Ah, jetzt ist er wieder weg. Okay. Ja, ich hab. Ja, hallo, Mr. Longus. Ich hab eine sehr kleine Schmerzgrenze, was Geduld angeht und sowas. Sehr schnell zum Rage. Der hat's schon umgedreht. Ach so, ja. Das kann sein. Vielleicht kann ich ja vorbeirennen. Ne, ich muss den, glaube ich, töten. Wie töte ich den denn, Mann? Ich bin schon angeschlagen und der macht eh mehr Schaden. Oh! Ja, schon trifft er mich wieder, ey, mit seinem langen Arm.
Stirb doch einfach, Mann! Du Missgeburt! Ah! 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 Da ist noch einer! Ah! Mann! Das ist so schwer! Ich stell jetzt auf Medium um, das sind zu viele Gegner, Mann. Ich lauf 3 Meter in dem Spiel und krieg schon 5000 Gegner. Oh Mann, ich bin vorbeigekommen, da kommt noch ein. Was für ein Scheißspiel, ey. Wie kann man sowas vorschlagen? Ihr leckt mich aber an. Arkon, hallo. Die machen. Ich hab zu lange Dead by Daylight gespielt. Spaß, diese. Jetzt lad doch mal das Spiel. Ich will nicht, dass es. Jetzt reicht's mir. Ich muss gucken, ob ich eine zweite Tastatur habe, bevor ich einen Rage-Anfall krieg. Ja, jetzt lad doch mal. Nee, hör auf, immer die Tastatur aufzumachen hier. Boah, jetzt weiß ich, dass da 2 sind, ey. Jetzt muss ich ja irgendwie ohne Kampf da an 2 Pennern vorbei. Pfandflaschensammler, ey, dreckig im Kanal hier, ihr Schweine. Geh da runter. Ja, natürlich wollte ich das Spiel. Nee, es war ein Vorschlag. Weil Outlast kenne ich schon und das wäre dann langweilig, sagen die Leute zu mir. Nein, hör auf mich zu blocken! Geh weg! Kleiner Pisser, warum blockst du mich? Hä? Ja. Kannst ja gerne auch mal streamen und ein Ding aufnehmen auf Difficult. Schick mir dann bitte dein Progress, aber live. Ohne Cut. I've always felt alone. Oh ja, ich kenne doch deine Story schon. Komm. Sorry, kein Bock auf deine Story. Oh nö, jetzt muss ich wieder fotografieren, ey. Hallo, ja, geiles Bild. Oh, komm, zeig mal deine Titten. Yeah, komm. Jetzt den Sack schön raushängen. I hate you, danke. Dich fotografiere ich nochmal, du Arsch, ey. So, warte mal. So, jetzt auf Medium muss ich aber spielen. Da gibt es kein Rückzieher mehr. Ja, toter Mann. Zu viele Flaschen gesammelt, kein Pfand, alles klar. Toll. Ja, Luke, rein, schwupp. Drehen, X suchen. Ah, wo bist du? Hier. Alles klar. Einmal die Decke fotografieren, auch geil. Links, rechts, ich meine rechts, links. Ja, rechts, links, schwäche. Warum erschrecke ich mich schon mal? Nochmal. Alter. Ich kenne das doch schon. Ja, jetzt kommt gleich die Hackfresse wieder. Ja, nee, erst schlägt er. Ach, stimmt, das könnte ich mal probieren. Nee, aber ich glaube, man kann keine Waffen aufheben. Ah. Lass mich erstmal alles fotografieren, bevor die Tür aufgeht. I can't, toll. Ja, ich kann auch so schnell lesen, Mann, ey, weißt du? Fuck you! Schon wieder! Ich hab gewusst, dass er kommt und trotzdem erschrecke ich mich. Pussy, ey. Schlag mir gleich selbst ins Gesicht. Oh, mein Hund ist gekommen. Die hat gedacht, ich hab Aua oder so, weißt du. Dann kommt der Hund direkt, muss mich abschlecken. Mann, ey, steh auf! Komm, enter. Ach, ich kann das vorspulen, sehr gut. So, komm. Hoffentlich ist der Code. Wenn der Code jetzt. Ach nee, ich muss ja. Wegen Skript und so muss ich jetzt nochmal. Ich geh jetzt direkt zum Computer. Oder ändern sich die Kennwörter? Meine Fresse, ey. Ich muss mal den Nightbot gleich irgendwie mal ein bisschen softer machen, ey. Der pinst ja wegen jedem Caps rum. Wegen jedem Doppelpost. Okay, was war das denn jetzt schon wieder? Warum hab ich, vorhin habe ich das voll übersehen. Oh, mir ist schlecht, Mann. Ich muss schon aufstoßen. Ja, ja. Achso, warte mal. Ich muss meinen Quickslot wieder ausrüsten. So, du kommst auf die 2, du kommst auf die 1. Oh. Warum? Wegen Skriptereignissen. Weil man wahrscheinlich erst den Computer aktivieren muss, damit die Tür aufgeht. Weil vorher stand da Closet, ohne dass man Schloss angucken kann, glaube ich. Ach egal, ich gehe jetzt einfach hin. Vor lauter Schreck vergisst man auch die scheiß Sachen, die man gefunden hat. Was waren das nochmal? EA 45 und Unforgettable.
Freundin sitzt neben dran, lacht mich aus. Denkst denn du? Denkst du, die kommt an wie der Hund oder was? Auf zu bimmeln. E, 4, 5, dann vor. Ich hab mich verschrieben. Nee, ist richtig. Was? Achso, es war andersrum, ne? Oh Mann, ich hab's schon wieder vergessen, weil ich einfach. Oder ändert sich das bei jedem Start? Ändert sich das bei jedem Start? Das ist mir zu anspruchsvoll, das Spiel. Ich brauche irgendein Horrorspiel, wo man einfach durchlaufen kann, ohne Rätsel. So wie Outlast. So, warte, ich will jetzt mal den einen Zettel da nochmal. So, wo war denn der eine Zettel? Ich will sehen, ob das dasselbe nochmal ist. Ja, ich weiß, aber vielleicht ist es jetzt anders. Oder meinst du es gleich? Nee, ich werde das jetzt beweisen, dass es anders ist. Cloudy Day! Es ist anders. Cloudy Day. So, wo war der andere Scheißzettel? Hier oben. Cloudy Day und... Oh, warum so behinderte Sachen, die ich kaum lesen kann? Was ist das denn? David Speck oder was? David SPC? Ja, ess dein PC, Mann. Ach, leck mich doch. Ach, ich drücke mal fürs Camera. Cloudy Day und David S ist sein PC. SPC. 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 Er schlagt die Tür. Manhunt habe ich schon gespielt, ist aber indiziert. Ja, ob man da Probleme kriegt auf Twitch. So. Cloudy Day. David ist dein PC. Andersrum halt, David S. Oh, Invalid Passwort. David. Das ist die Krise im Spiel. Claudi. Claudia ist auch wieder da. So, 6152. 6152. 6152. Ah! 6152. 6152. 6152. Ich laufe schon wieder falsch, ne? 6152. Hallo, das ist noch gar nichts. Ich habe mir mal ein Let's Play angeguckt, eine Folge, da war der viel weiter in dem Let's Play und das war 10 Kilometer Millionen mal schlimmer als jetzt gerade. 6152. Ah, ich kann zur Seite hüpfen. Warum sagt mir das keiner, dass ich dem Zombie ausweichen kann? Ja, Mann. Und nach vorne geht auch. Oh, wie geil. Und nach hinten. Schlagen und nach hinten ausweichen. Jetzt weiß ich, wie ich ihn töten kann. Eieieiei. Hätte ich doch auf Difficult gebracht. 6152. Ja, ich weiß. Danke. Aber diesmal konnte ich es mir merken. Wenn ich mir den Weg jetzt noch merken kann, wenn wir zurückkommen, ist alles Knorke. Das Spiel ist voll Knorke. 6. Oh, da war doch schon die 1. War ein bisschen behindert oder was? 6152. Was? Was für ein Park? Glaubst du? Huch. Ha! Ach ja, jetzt kommt das wieder. Look to the right. What? Look to the right. Ach so, ja, ja, wo wir da diskutiert haben, mit auf die Seite legen, sogar, das wäre neu. Das war noch Zeit. Ich habe eine SMS bekommen, warte doch mal kurz. Warte! Ha! Zurück! Ha! Zurück! Vorbei! Geh weg! Du hässlicher Fickvogel! Aua! Oh, ja! Ja, ja, Erfolg! Erfolgserlebnis, what the hell! Drück Enter. Nein! Wir haben hier keinen Empfang. So, warte. Wo ist meine Syringe, die ich vorhin gefunden habe? Die Syringe. Ich kann nicht mal reden. Ich habe eine SMS bekommen. Wo ist mein Handy? Du sollst das die SMS lesen. Look to the... Ach, toll. Super, tolle SMS. Look to the right. Nein, da ist die Spritze. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Oh nein, ich muss noch speichern. Speichern. Ich jetzt fast vergessen. Wo ist der Speicherautomat? Hallo? Speicherautomat? Speicherautomat. So.
Ich glaube, das schaffe ich auch ohne Spritze unten. Ah! Missgeburt! Ich bin Ninja! Aua! Ah, das kostet Ausdauer, wenn ich diese Jumps mache. Jetzt hör mal auf, dich so behindert mit mir zu battlen und stirb einfach. Vorbei. Vorbei. Aua. Mann, das ist viel zu... Ich kann übrigens keinen Hammer aufheben. Oh, jetzt brauche ich meine Spritze. Wo ist meine Spritze? Ich mache die jetzt erstmal auf 3. Das Spiel halte ich niemals im Stream bis zum Ende durch. Nie. Wah! Aha! Im Dunkeln! Geht's noch? Du bist ja Spasti, ich steh da und ich seh den Raum. Diese pissgelben Augen gesehen. Du Pisser! Ja, ich weiß, wie ich euch töten kann. Oh, wobei. Stirb halt. Mann, ey. Leck mich fett. Ey, was für ein Spiel. Oh, Speicher. Speichern ist immer gut. Komm her. Hallo. Warum so schnell? Warum so aggressiv? Hör auf zu zappeln, Mann. Alter, kommt der voll angespastet hier, ey. Schlapp-Schlastiger. Aua. Hör auf mit. Das ist ein Hoodie an. Das ist ein ganz cooler, komischer Zombie oder was. Keine Ahnung, was Zombies sind. Jetzt hör mal auf, Mann! Ich hab keine Spritze mehr. Wie er von unten schlägt, wie er einen auf Uppercut macht hier auf Street Fighter. Denkst du, wer du bist, ne? Ultimate Fighting oder was? Hier, geb ich dir. Warum ist jetzt diese. Warum sind so viele Wege hier? Was ist das? Nix. Sackgasse. Toll. Ah, meine Fresse. Ah! Du Spasti! Stirb. 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 Schlag die ganze an die Wand, kann das sein? Ja, ich muss mir gut überlegen, ob ich ausraste oder ob ich... Weil es kann sein, dass das kaputt geht. Oh, da kommt eh gleich wieder einer um die Ecke. Hm. Toll. Ah, jetzt ging das Tor auf in der Sackgasse. Da kommt schon wieder so ein Penner entgegen. Wetten wir? Nee, das ist der falsche Weg. Wo war das denn? Hä, wo bin ich jetzt hergekommen? Hier. Nee, hier ist... Hä? Wo war denn dieses Gitter? Oder ist das hier schon... Nee, warte, hier bin ich lange... Bin ich jetzt richtig? Ah, Mann! Hör auf, mir SMS zu schreiben! Ich bin gerade voll konzentriert. Help me, please! Ach, fick dich! Ey, Entschuldigung für die Ausdrücke, aber ist so. Wer denn? Wer kommt? In deinem Apartment? In deinem Apartment gehen wir voll am Arsch vorbei. Echt, weißt du das? Ich will nach Hause. Mami hat gekocht. Ah! Wo? Wo muss ich lang? Warte. Alter, ich fail sogar bei diesen Jumps hier. Mann, ey, bin ich... So, hier hin, da hin. Zu fett. Komm schon, lass mich durch. Bist du fett? Ich bin voll aggressiv, gerade weil mich alles aufregt hier in dem Spiel. Vor allem, weil ich weiß, dass gleich wieder so ein glatzköpfiger Penner um die Ecke kommt, ey, mir eine Pfandflasche an den Kopf schmeißt. Und ich sag zu Gronkh, der wird failen, ey. Das ist so peinlich gerade. Leck mich doch einfach am Arsch. Gut, dass es Sarazza gespielt hat, ey. Leck mich doch einmal. Leck mich doch einfach. Das ist. Hey! Und ich, das ist die Engine, Mann! Ich kann dafür nichts. Ich bin voll gut eigentlich. Oh Gott, ey. Ich bin so ein Failor. Ach, jetzt aber komm, jetzt. So.
Beruhigen, beruhigen, kein Rage. Kein Rage. Keine Sachen kaputt machen hier. Sind alle teuer, die Sachen, die hier stehen. Oh, fick dich! Jetzt geht meine Stimme schon weg. Das ist doch... Was mache ich denn falsch? Mann! Soll ich Steuerung mit Leertaste wieder benutzen? Oder was ist das für ein Kackjump hier? So, geht doch. Jetzt ist er wieder zu fett und dann rutscht wieder gleich hier an der Kante runter. Denk an Free Willy. Genau, mach ich. Free Willy ist so schön. Free Willy ist jetzt frei. Free Willy, der kleine Willy. Der Free Willy. Ich muss mal leuchten, ey, sonst falle ich wieder runter, wenn ich nichts sehe. Oh. Ich muss aufs Klo, Mann. Ich piss mir gleich in die Hose. Aber echt jetzt, wenn ich jetzt... Ich muss gleich aufs Klo und dann weiterspielen. Sonst mache ich mir vor Schreck in die Hosen. Ah, guck, hör doch auf immer so... Ja, was hast du gedacht, ey? Dass hier jetzt voll das Bordell ist und voll abgeht oder was? Das Zettel. Hör auf mir zu schreiben, Mann. Was? Vierter Flur. Ja, vierter Flur. Oh, tolle Schrift. Kann ich gut lesen. Was steht denn da? Little, Schnittle, Criddle, Blank, I'm the Perk. Build the Forest, Fiddle, let's go home before it's get dark. Okay, das konnte ich lesen. The first two, Schüssel to my Nissel, keine Ahnung, Way, bekommen die Pfandflasche. Ach, leck mich doch, weißt du was? Die Story sehe ich scheiße. Mann, ich hab keine Lust mehr. Warum geht er jetzt da rein? Ich muss auf den vierten Flur, Mann. Punika. Oh ja, was denn das wieder? Da kommt doch eh gleich wieder so ein Jumpscare oder sowas. Erstmal was kochen hier, ich hab Hunger. So, schön Eier rein. Schön Eiweiß, ne? Hab ja trainiert wieder. So, hier, so. Oh, speichern. Speichern bedeutet immer, es kommen Gegner. Ist doch immer so in jedem Scheißspiel. Ich muss mal atmen, ich hab keine Luft mehr. Oh ja, guck mal, was für ein geiler PC, ey. Was für ein geiler Monitor, Junge. So einen will ich auch, so einen richtigen Röhrenmonitor. So uns. Ah, was bist du denn? Ah, du kleines Scheißkind, geh weg. Hau ab! Warum hat er zwei Messer in der Hand? Fick dich! Du bist so hässlich, ey, wie meine... Keine Ahnung. Oh. What the fuck? Was ist das denn? Hallo, guck dir das doch mal an. Jetzt hätte mir jemand ins Gesicht gevögelt und ins Gesicht reingeschnitzt im Sand. Der Stream ist übrigens ab 18. So, vierter Flur, dann müssen wir hoch. Ja, super. Wie komme ich jetzt zu dir? Jetzt muss ich eins höher und dann runterspringen, oder was? Kann man hier überhaupt hoch? Nee. Hier muss ich bestimmt hin. Ja, kannst du überhaupt irgendwas? Wie wär's, wenn du einfach die Scheibe einschlägst und dann die Tür aufmachst? Warte mal. Da bin ich jetzt rüber. Ja, dann muss ich hier lang. Ja. Wenn du es lesen kannst, kannst du die Story gerne verstehen. Ah! Oh. Ah! Ah! Scheißkind! Hau ab! Na! Hörst du mal auf zu rumzuzappeln hier, ey! Gut, dass du so eine behinderte Animation hast und kaum zuschlagen kannst, ey, du blödes Schatz. Hau ab! Gehst du weg! Du kleines. Mistvieh. Meine Fresse, ey. Was für ein Game. Einfach nur. Ja, das könnte ich sein. Ich mach da noch einen Stream hier. Ich gehe jetzt baden, duschen. So wie der Ben, ey, der Razer. Nach der bei Daylight erstmal duschen gehen. Ich brauche einen Speicherautomat. Zimmer, das atmet. Mhm. Okay. Can't remember? Really old? Come and play. Aha, anscheinend geht's hier richtig ab in der Wohnung. Aha, okay, da hat einer viel getwerkt. Gestorben. Alter! Geht's noch? Hör mal auf! Warum macht ihr das Licht aus hier? Lass mich raus! Ich steck fest! Hier ist eine Spritze. Da ist ein Schlüssel. Was ist das für Geräusche? Ich will hier raus! Ich will hier raus! Nee,
Ah! Ja, viel Spaß mit deiner Cloud. Hallo, Prankster. Mir geht's voll gut. Ich spiele ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Und es ist voll langweilig. Und man erschreckt sich kein bisschen. Das ist voll Schrott. Man sammelt die ganze Zeit nur Pfandflaschen und sowas. Ja, toll, jetzt habe ich den Schlüssel für. Was ist der Schlüssel für den vierten Flur bestimmt? Wenden wir. From here, click to use the button. Click the key item. Remember. Ach, das lässt. Zu anstrengend, muss ich konzentrieren. So, warte. Der Schlüssel ist doch bestimmt für den Flur. Für den vierten, guck. Warte, so. Use. Ja, was? Hidden Note 1, Hidden Note Code from PC, My Secret Note. Ach so. Ja, wenn ich es lesen könnte, vielleicht würde es mir ja mal helfen. Anscheinend ist das doch der falsche Schlüssel. Apartment. Ach, das ist ein. Ja, toll. Das ist ein Apartment Key, aber ich muss ja erstmal. Ja, drück doch halt Escape, ey. Ich muss ja erstmal auf den vierten Flur hier kommen. Scheiße, also muss ich da. Oh. Muss ich wieder zurück in diese Hölle, wo ich eben war. Wo war das denn hier unten? Geht's noch weiter runter? Ironie, ja. Wer die Ironie erkennt, darf sie behalten, sag ich mal. Ist das vielleicht der Schlüssel für hier? Ja, ich sehe auch so viel, ne? Nee. Okay, probieren wir mal aus. Hier. Nee, okay. Da war ich doch eben drin, oder? Ich komme in ein dunkles Zimmer. Danke. Wenn ich die Taschenlampe auslöse, habe ich keine Waffe. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Ey, hör mal auf zu springen, du Trottel. Bist du blöd oder was? So. Those little kitties. Ja, die Kinder! Ohne Scheiß! Ich sag's doch, ey. So cute, ey. Bist du bescheuert oder was? So cute. Sie voll behindert, ey. Spacken voll ab und gehen mit zwei Messern auf dich los. Ja, ich will sie anfassen. Genau. Und die Eltern. Ja, die sagen was dagegen. Was für Eltern? Die Zombies aus dem Keller, aus dem, unten aus dem Kanal oder? Kill them. Ja, ich kill's auch alle, ey. Wirst gleich sehen. Wieder muss ich da in das kleine Zimmer da rein. Oh. Was ist das, ey? Da war ich doch eben schon. Das ist doch das Apartment, wo ich eben war. Kann ich eigentlich verarschen hier? Kann ich hier raus? Hä, warum liegt da ein Zettel? Da lag aber vorher kein Zettel. Oh, fuck you, ey. Hä? Pedo? Ach, das sind Pedo-Briefe. Wo kann ich denn jetzt den Schlüssel benutzen? Hallo? Ah! Ich komm weiter! Content! Walla! Hau ab! Geh weg! Du drängst mich in die Ecke, du Scheißkind! Ich kann doch nichts dafür, dass der Pedobär dich angefasst hat, Mann! Warum bist du böse auf mich hier, stirb? Ach, jawohl. So sieht es übrigens bei mir zu Hause aus, wenn ich eine Wand neu bauen will, um einen Durchgang zur Küche zu machen. Also. Sehr professionell. Ah! Du! Was kommst du unterm Bett? Geht's noch? Ey, was macht der denn da unten? Hast du gerade einen geschuppert oder was unterm Bett? Hau ab! Ich krieg die Krise nicht spielen. Oh, diese Animation, ey, diese Hitbox. Hitbox of Hell. Ja, komm mal hierher, hier kann ich besser hauen. Komm hierher. Komm jetzt hierher. Schlimmste Messer gleich mal andersrum hier. Von oben. Aua. Ey, ich stirb halt jetzt, Mann. Dieser Penner, der tötet mich gleich. Ich hab keinen Speicherautomat gefunden. Vorbei. 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 Ey, wie viel hält er denn aus? Das ist bestimmt der Oberzombie hier. Hab ich eine Spritze? Nein, ich hab keine Spritze. Oh. Oh! Gut, dass wir keine Nachbarn haben und im Haus hier alleine wohnen, ey. Ey, jetzt töt mich doch, damit ich alles nochmal machen kann. Du Scheißvieh, auf mich zu schlagen, Mann. Ich brauche eine Spritze.
Ah! Was ist jetzt schon wieder los? Gib mir die Spritze schnell. Ich brauch erstmal meine Drogen, ey. Erstmal hier so, oh, schön. Steroide, ey, dann geht's weiter. Dieses Spiel, ey. Was ist jetzt? Hä? Was ist das? Warum? Warum machen Leute hier Löcher in die Wohnung? There's something in the ceiling. Ein Magazin. Wo ist die Pistole? Pistole. Ich will die Pistole. You unlock the lock. Ja. Boah. Bitte, ein Speicherautomat, hallo. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ach, ich bin hier raus. Warum bin ich jetzt hier rausgekommen? Kann mir mal jemand sagen, was ich jetzt machen muss? Kann ich jetzt hoch in den vierten Flur oder was? Oder wie? Jetzt sitze ich ja schon wieder hier fest. Hier muss doch irgendwo eine Pistole rumliegen. Ich habe Munition gefunden. Munition bedeutet Pistole. So, warte. Hier nochmal rein. Ich habe die bestimmt übersehen. Da ist irgendwo eine Pistole. Jetzt bin ich ja schon wieder hier rein. Scheiße, Mann. So. Okay, warte. Irgendwo ist hier vielleicht was. Ich habe mal gehört von jemandem, der hat gesagt, ich soll alles mal absuchen, weil auch oft überall Spritzen übersehen kann. Diese Psycho-Musik, Mann, hör doch mal auf. Die ganze Zeit. Hier ist keine Pistole. Hier bin ich zu fett, da muss ich wieder gucken. Hier ist zu. Kann man hier mit dem Schlüssel vielleicht. Ah, ich hab gar keinen Schlüssel mehr. Hier ist keine Pistole. Elevator muss be stuck, ja, ist klar. Immer noch zu. Ja, toll. Und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das ist eine Spitze übrigens. Hä? Da bin ich hergekommen. Hier. Hab ich auch runtergeklettert. Von dem anderen Scheiß-Apartment, wo dieser Kack-Zombie drin war. Ah! Warum hüpft er denn dauernd? Ich habe gar kein Doppeldrücken gemacht hier. Mein Gott, ey. Ich bin fertig. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, der steckt irgendwo. Ja, wo denn? Oben wahrscheinlich, wo eh die Tür zu ist. So, da hab ich den Zettel. Den Zettel hab ich schon gelesen. Das war der geil, den man so geil lesen kann, ja. Ja, das ist. Hier ist nichts mehr. Ich muss da irgendwo weiterkommen. Bin einfach zu blind. Kann man hier, nee, hier rausspringen? Ach, jetzt. Jetzt weiterkommen. Hallo. Irgendwas habe ich übersehen. Hab ich hier was übersehen? Kann man hier raus? Nein. 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 Was ist los? Ich mal lieber. Boah, das Spiel ist mir zu anstrengend. Über diese scheiß Rätsel. Ah! Die Pistole! Oben an der Decke, ey. Deswegen hat er auch gesagt, at the ceiling. Keine Ahnung. Ich
Stream so lange, wie es mein Herz aushält. Ich wollte ja Dead by Daylight halt nochmal spielen. Wenn es mir zu bunt wird, wechsle ich aber zu Outlast. Fertig, ey. Was? Press 3, Maus-Zeit. Okay, hier kann ich zielen. Schlagen. Ich hab ne Pistole. Und jetzt habe ich trotzdem keinen Weg, wo ich weiterkommen kann. Oder ist jetzt irgendwas aufgegangen, weil ich die Pistole habe? Ein Script-Event. Die Frage ist, komme ich jetzt weiter? Ha? Was? Was flüsterst du schon wieder im Hintergrund? Kann ich die Scheibe hier kaputt machen? Vielleicht? Ich habe jetzt keine Lust, eine Kugel zu verschwenden. Schlüssel bekommen, der ist doch schon längst weg. Ich habe den Schlüssel doch schon verbraucht. Ich habe die Pistole bekommen. Kann man das aufschießen? Ach komm, jetzt lass mich noch mal weiterkommen hier. Ich habe keinen Bock mehr auf das Apartment hier. Das ist voll Kacke. Oh! Ja, Schussverbrauch. Das war mir so klar. Hä? Was soll ich hier machen? Nein, da ist kein Weg. Laberstube, ja. Ich hab gelernt. Irgendwas übersehen. Schlüssel ist weg. Ach so. Wie, ich hab... Ach, ich hab noch einen Schlüssel bekommen. Haldors. 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 Was sind Haldors? Ist das vom vierten Stockwerk vielleicht mal die Haldor-Schlüssel? Ja, toll. Ich habe nur gesehen, dass er eine Pistole genommen hat, kein Schlüssel. Haldors, Haldors, wo seid ihr? Da steht überall Haldors drauf. Halle. Wo war denn hier bitte schöne Halle? Hier war gar keine Halle. Eingangshalle oder was? Im Treppenhaus. Habe ich mal eben probiert. Ist doch nichts passiert. Ich war eben im Treppenhaus. Bist du blind oder was? Nö, voll das Treppenhaus. Voll die Haldor, ey. Oh ja, genau! Jetzt kommen komische Aliens hier. Was ist das denn? Denen ihre Köpfe platzen einfach. Mann, was ist das für ein Irrenhaus? Was ist das für Missgeburten hier überall? Ich nehme jetzt das Messer, ey. Warte mal. So, wo habe ich denn die Pistole ausgerüstet? Pistole auf 2 und das auf 3. Keine Lust, meine Munition zu verschwenden. Wieder Terrormusik gerade. Dün, 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 dün. Dün. Alter, geht's noch? Erschreckt mich doch. Ist wie dieser eine da aus der Talkshow. Der heult. Ah, ich kann Aufzug benutzen. Wie geil. Ab geht's. Vierter Flur, komm. Gucken, wer mir SMS schreibt, ich stalk hier. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. This one was a good one. Very nice to kill. Was? Easy to cut. My knife. Psycho. Okay, hier ist eine Sackgasse. Vielleicht hole ich doch lieber die Pistole mal raus. I'm here. Oh, ich kann das Handy und die... Ach so. Okay, gut zu wissen. Aber da kann ich keinen Zielmodus machen. Ja, natürlich, der hat das getan und dann eine SMS geschrieben. Was denkst du? Hallo, Scout. Willkommen
beim Horror des Jahrhunderts hier. Hä? Was ist los? Maybe I can climb down here. Ja, aber dann mach halt mal. Komm, trau dich. Ah! Ah! Climb! Climb down! Ah! What the fuck? Was bist du denn? Was zur Hölle? Was zum Fuck, ey? Mann, ich hab voll viel Munition verschwendet wegen der. So, warte mal jetzt. I can see from here is that the blep, ja. Ja, das wird wohl nichts hier mit Downclimben. Mein Freund. Boah, warte mal. So. Ah, ein Seil. Wunderbar. Dann gehen wir hier raus und benutze das Seil. Hallo. Use. You have placed the rope. Ja, wo denn? Hier? Hier oder was? Oh, oh, scheiße. Ich brauch doch die Munition, Mann. Ach, ich hab's schon geplaced. Ich bin so verstrahlt in dem Spiel, ne? Oh, es ging auch schnell. So, wie viele Schüsse habe ich hier noch? 5? Hallo. Ah! Geh weg! Stirb! Ich hab keinen Speicherpunkt! Nur keine Munition mehr. Ah, du hast ein Magazin fallen gelassen, das ist aber nett, du kleine Bitch. Was hat ihr denn für Beine, bitteschön? Holzbein Hansi oder was? So, warte mal, ich brauch mal eine Spritze. Oh, ich hab keine Spritze mehr. Doch, ich hab noch eine Spritze. Obwohl, ist noch zu früh. Ne, ich heb mir die noch auf. So, was hier? Noch ein Magazin. Ja. Ja. Juhu. Okay. Ah! Headshot! Mann, ey, wie viel denn noch? Ich muss jetzt mal eine Spritze nehmen. Hallo, Spritze hatte ich auf 3, oder? Nee, Spritze hatte ich auf. Beim letzten Spiel schon auf 3. Das ist einfach so crank. Und jetzt muss ich auch mein Handy mit in die Hand nehmen. Komm, mach mal. So. Hallo, nimm doch mal die Pistole. Wie hab ich denn das eben gemacht? Warum nimmt er jetzt kein Telefon und Pistole mehr in die Hand? Boah. Ach, weißt du was, ich brauch kein Licht. Mach ich auch so platt. Ey, ich wollte den Zettel noch lesen. Geh zurück. Nein, ich muss nochmal zurück. Hallo Fitzo, Flitzo. Fitzo, Flitzo. Flitzekacke. Hab ich gleich hier. Oh, jetzt erzählt er wieder über seine Pedo-Träume hier. Little Kitty playing I'm... Hä, das habe ich doch schon gelesen. Hier war ich doch schon. Ich bin verwirrt. Oh, ich kann speichern. Ah, Speicherpunkt. Ah, das sind hier zwei! Ihr hässlichen Bitches! Stirb! Ich hab grad voll das Déjà-vu. Ich war doch hier schon. Hä? Nee. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Zwei. Ich lauf die ganze Zeit im Kreis. Was ist das für ein Scheiß? Muss ich jetzt zurück oder was? Oder wie? Mama! Bäh! Hau ab! Dass sie hinten dran wartet. Ja, du willst auch noch eine? Lass mich! Mann, stirb doch! Oh, ich hau jetzt ab. Tür! Ah! Tür! Sackgasse! Leck mich! Ich seh nix!
Stirb! Stirb! Ich bin gleich tot! Ja, die trifft mich auch jedes Mal, wenn ich da hingehe. Was hat er gesagt? Warte, bitte. Alter, nimm das scheiß Telefon in die Hand. Nee. Falscher Weg. Oh, ich kann nicht. Lust mehr. Eine blutverschmierte Tür, wow. Ich brauche Gesundheit. Und vor allem muss ich speichern. Hallo. Oh, Scheiße. Munition. Ja. Spritze, Munition. Das ist eine Spritze. Ich hab mal das Wasser angelassen, komm. Hier sind Flug. Ich bin gleich tot! Lass mir doch mal eine Chance in dem Scheißspiel! Oh, ich hab keine Lust mehr! Oh, warte mal. Läuft er wieder von alleine. Mann. Ja, wo bin ich jetzt? Oh Mann, ey. Hä? Ich hab die Orientierung komplett verloren. Aber hier bin ich runter. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin, Mann? Jetzt bin ich gestorben und hab wieder keinen Plan, wo ich hier jetzt war. Was ich hier gemacht habe zuletzt vor allem. Da bin ich auch hergekommen. Was? Die Fresse. Mann, ey. Da ist doch niemand. Warum geht die Tür kaputt? Alter. Was? Schon eine Spritze noch? Nee, die haben schon weg bei dem Safe Game. Scheiße. Ah Mann! Jetzt stirbt doch! Wo ist mein Messer? Hallo Messer! Ich hab kein Messer auf Mordkey! Doch. Stirb, stirb, stirb! Ach ja, die blutverschmierte Tür. Ich habe Outlast gespielt, da habe ich weniger Paras.
Ich laufe hier voll im Kreis. Hä? Schon wieder eine blutverschmierte Tür? Bin ich gerade voll kirre oder was? Ach ja, ich erinnere mich, hier waren wir ja. Outlast ist lustig. Ja, ja, da schreckt man sich aber auch. Aber weniger als hier. Ist hier irgendwo eine Spritze? Hallo? Ach, hier war die Bitch drin, die mich getötet hat, ne? Boah, ich bin einfach nur fertig mit den Nerven, ey. Gott sei Dank folgt mir keiner die ganze Zeit bei dem Let's Play. Wenn auch Chewbacca hier reinschreien wird, ey. Würde ich total sterben einfach nur. Wo ist die jetzt? Ich weiß, dass du hier bist. Wo warst du denn? Ne, draußen, im Flur war die. Jetzt stirb halt! Oh, ich bin weitergekommen. Was? Die Kacke? Dicke? Der Dicke? Ach, der Dicke, ja. Die Kacke. Was passiert denn hier? No, if you need to help. Das macht ihr mit Absicht. Hör auf damit. Ich gucke jetzt, wer das war. Wer war das? Wer hat das mit Absicht? Hardcore. Ja, du Arsch. Endfolgen wieder folgen, um mich zu erschrecken, oder was? Ich geb dir. Chained up. Gut, dann gehe ich halt hier lang. Natürlich klappt das. Ich hab Chewbacca gehört. Hä? Hä? Was? Geht's noch dunkler? Ah! Ha? Okay. Umso besser. Ist hier irgendwo eine Spritze? Wie ist das mit Speichern? Oh, ich gehe wieder runter. Runter, runter, runter. Ich muss runter, glaube ich. Ganz runter. Ich will hier raus. Oh, was ist das denn schon wieder für einer? Schon wieder eine neue Fresse. Ah! Geh weg! Jason verarmt oder was du bist. Wie siehst du aus? Hau ab! Das ist wahrscheinlich der Pedobär mit den Briefen. Hau ab! Um zu furzen, Mann. Boah, ey, was für eine... Keller, Keller auf Hell. Oh mein Gott, was ist das denn? Mit Wasser auch noch. Ich hab kein... Ich brauche eine Spritze, Mann. Ich hab keine Lust, alles nochmal zu machen. Ich hab keinen Speicherpunkt gehabt jetzt. Ich renn weg. Was denn? Ich sehe überhaupt nichts. Wo bist du denn, du blöde Schlampe? Ist so scheiße, Mann. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt kurz auf Toilette. Ich krieg die Krise her.
Ja. Was heißt denn hier never give up? Wer will das denn sehen, dass ich die ganze Zeit hier rumfaile und jedes Mal... Guck mal, wo ich jetzt wieder anfangen muss bei diesem scheiß Automat, ey. Weißt du, was ich da alles machen muss wieder? Das ist doch voll scheiße. Warum sind denn die Speicherpunkte hier so schlecht gelegt hier bei dem Spiel? Schick die Krise, Mann. Ich hab keinen Bock, das jetzt nochmal zu machen. Boah. Ich glaube, ich mach lieber Outlast an. Ah, ja, jetzt lauf halt wieder von alleine, Mann. Ey, dieses Spiel, ey, dieses Spiel. MH Zocker 01, ja. Voll viele Leute kommen ja auf den Channel, gucken zu, kaum einer folgt. Kein Wunder bei diesem Kack-Game, ey. Boah, Gott, ich halte das nicht mehr aus. Ich muss was anderes spielen. Mach mal einen Vorschlag, außer Dead by Daylight, Mann. Es gibt noch mehr Spiele, ich kann kein Dead by Daylight mehr sehen. Ich brauche eine Pause. Und kein Cryo 4.2 oder sonst was, wenn es sowas gibt. Der leckt mich am Arsch. Oh, dieses Spiel, ey. Wo? Jetzt bin ich schon wieder falsch gelaufen. Jetzt, ach nee, warte mal, da war das Seil. Leck mich fett. Ja, du bist hier, weil du sehen willst, wie ich sterb. Ich glaube, alle sind hier, um zu sehen, wie ich abfuck. Weil ich nämlich mich voll erschrecke und weil ich so spiele eigentlich, das ist voll Kryptonit für mich. Kaio 4-3, ja. Danke für den Follow, wer war denn das? Erschrecken 4. Erschrecken 4, warte, ich guck mal kurz, wer mir gefolgt ist. Erschrecken 4. Und MH Zocker, dankeschön. Ja, was gibt's denn noch? Outlast? Ihr kennt doch alle Outlast, doch langweilig. Wo ist denn Mann, ey! Ich hab voll viel. Ich hab 138 Spiele auf Steam. Bei Origin habe ich ein paar, bei Blizzard habe ich ein paar. Ich hab. Ja, ich hab Ding noch. Ja, wie gesagt, Outlast und Whistleblower habe ich halt noch drauf auf der Platte. Amnesia habe ich, aber das musste ich installieren. Aber Amnesia. Ja. MOBAs. Ja, Heroes of the Storm spiele ich. Dota habe ich aufgehört, als das rausgekommen ist. Und League of Legends spiele ich eigentlich gar keins. Gar nicht. Nie. Hab ich einmal gespielt. 10 Minuten. Da hatte ich keine Lust mehr. Resident Evil. Ich habe kein Resident Evil. Nur auf der Playstation damals. Resident Evil 7 Demo kann ich streamen von der Playstation, aber da habe ich kein Overlay, weil ich keinen Elgato habe. Five Nights at Freddy. Ja, aber Five Nights at Freddy ist ja auch schon ausgelutscht. Es gibt doch so ein anderes Spiel, so ein Klon von Five Nights at Freddy's. Wie ist denn das nochmal? Dieser Boogeyman oder wie das heißt, das soll doch gut sein. Aber es wird ja auch langweilig. Wie lange soll ich das streamen? Ein paar Runden und dann ist es auch wieder ausgelutscht. Was? Ich habe eigentlich alles von Blizzard. Außer das neue StarCraft, das fehlt mir. Aber sonst habe ich alles. Hearthstone, Heroes of the Storm, WoW. Overwatch. Aber Overwatch streame ich heute keinen. Wahrscheinlich, weil... Warte, ich nehme die Anfrage schnell an. Pinkies? Was? Nee. Boogeyman heißt das. Was ich gemeint habe. Okay. Häng fest. Oh, ich muss hier raus. Kopfschmerzen von dem Spiel. Left 4 Dead, Diablo 3. Ach, Diablo 3 habe ich auch, ja, aber da bin ich voll schlecht. Da habe ich Level irgendwas, keine Ahnung, am Anfang halt. Ich bin gerade mal gegen Ende von diesem Addon, Reapers of Dings, was da rausgekommen ist. Ach, der Raschke, ja. Hä, hey, hast du jetzt einen neuen Account? Der Raschke und dann nochmal YMA, der Raschke, ja, gut. Ah. Ich habe beide Left 4 Dead. Übrigens, Left 4 Dead 1 und 2. Was habe ich denn? Ich gehe mal in die Liste. Was habe ich denn installiert? Company Furious 2, Pro Force, BMG, Arma 3,
Crusader Kings 2, Cryo 4, DayZ Test Server, Dead by Daylight, Dungeon of the Endless, Gamekeys, GTA 5, Killing Floor 2, Magicka 2, Medieval 2 habe ich noch installiert, Mortal Kombat X, Mountain Blade Warband, Next Car Game Wreckfest, Paranormal. Paranormal hat ein Update! Paranormal hat ein Update. Paranormal hat ein Update. Mal gucken, vielleicht hat er. Das ist so ein Typ, der arbeitet ja an diesem Spiel. Dieses Spiel Paranormal. Und da hat er ja jetzt dieses neue Paranormal entwickelt. Also ist gerade am Entwickeln mit der neuen Unreal Engine. Und da gibt es jetzt ein Update von 400 MB. Das lade ich mal schnell runter. Was machst du für eine Scheiße? Machst du jetzt einen auf blöd oder was? Auf unwissend. Meine Güte, ey. Punch Club hat auch ein Update, wow. Punch Club habe ich neu installiert. Rainbow Six Siege. Uplay-Spiel habe ich auch noch. Sleeping Dogs, Space Engineer, Speedrunners, Subnautica habe ich installiert. The Walking Dead 1 und 2, also Season 1 und 2. Und Worms Reloaded. Evolve habe ich, aber ist nicht installiert. Wie groß ist denn das, Evolve? Wie groß waren das nochmal? Nee, 41 GB dauert mir jetzt zu lange. Dann müsste ich ja 2 Stunden runterladen. Ansonsten gerne. Ich lade jetzt mal kurz das Update von Paranormal. Und dann schaue ich da mal kurz rein im Stream. Gucken. Paranormal! Paranormal Activity! Was spielen? Gamebeasts. Wer? Ich? Und du? Müllers Kuh? Es gibt jetzt eine Multiplayer-Funktion übrigens in Gamekeys, das war ja nur lokal möglich und das kann man gleich mal testen. Aber ich glaube, da muss man mit einer Direkt-IP verbinden oder so und da kenne ich ja niemanden. Warte mal, ich starte das mal kurz. Ah, ich habe keinen Controller angeschlossen. Egal. Leveln. Ja, Dead by Daylight spiele ich auf jeden Fall noch. Nur ich wollte halt zwischendurch mal was anderes spielen, weil ich stream ja noch ein bisschen länger. Der Stream wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ne? Bis 5, 6 Uhr. Ich habe keinen Rocket League, weil ich einfach keine Kohle habe momentan, mir jetzt neue Spiele zu kaufen. Weil ich halt den Monat Overwatch geholt habe und ein paar andere Sachen. So, gibt's jetzt hier Multiplayer? Ich hab gedacht, es gibt Multiplayer. Ich weiß, dass da ein Update war bei Steam, wo die hingeschrieben haben, es gibt jetzt ein Multiplayer. Beta irgendwie. Ach so, da muss ich jetzt die Beta installieren und Beta. Was ist da los, Mann? Soll ich mal einen Moderator hier seines Amtes walten lassen? Rocket League hätte ich auch Bock. Rocket League ist cool. Die rote Rakete. Die rote Rakete. Mann, 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 ihr habt Probleme mit eurer Mutter, ey. Das ist echt. Als Italiener, wenn man Witze über die Mutter macht, dann ist spätestens 3 bis 5 Tage ein Auto vor der Tür. Da geht einmal die Scheibe runter, einmal volles Magazin drauf und dann ist Ruhe. Weißt du Bescheid? Weiß ich nicht, keine Ahnung, die betteln sich da. Keine Ahnung, ob das Spaß ist oder ob das wirklich ein Troll ist. Auf jeden Fall hat er mir ein Follow gegeben, von daher kannst du ja kein Timeout geben. Bin auf jeden Follow angewiesen. So, warte mal, wo ist denn jetzt Paranormal? Da war doch das Update. Ich will das jetzt mal starten. Paranormal Unreal Engine 4. Ah ja, stimmt. Summer Sale ist ja bald, genau. Oh, Hund, was los? Was willst du hier? Oh, was hat denn der hier gepatcht? Ist ja voll dunkel auf einmal. Ja, mach doch Fenstermodus. Mann. Hä? 30 FPS, alles klar. Fulls.
Fullscreen. Wer den Film Paranormal Activity kennt, der wird auch das Spiel hier verstehen, weil das ist eigentlich Paranormal Activity nur als Spiel. Man schläft, man benutzt ein Ouija-Board und es passiert halt immer mehr im Haushalt. Mal gucken, ob es funktioniert, weil wenn ich das aufnehme, stürzt es oft ab. Hundi, guck mal in die Kamera, Hundi. Tila, du musst da reingucken, du bist zu klein. Wort wohl, ja, Kugel. Erstmal schreiben lernen. Nein, Quatsch. So, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mit meinen Ellbogen in die Fresse gehauen. Oh, the recording light's on. Okay. Hello there. My name's Mattel Clark. I'm an artist, or at least. Hör mal kurz auf zu labern, weil ich muss gerade mein Dashboard ändern. Ich spiele ja gar kein Cryo 4 mehr. Eieiei, fail! So, wo ist mein Dashboard? Wo ist mein Dashboard? Ich sollte einen Musikkanal aufmachen, ey. Und singen. Nein! Paranormal. Blip. So. Weiter geht's. Hallo, Spiel! You may be wondering why I'm talking to my camera. Hä? Oh, diese ganzen Blur-Effekte von der Kamera sind wieder an. Bzzzt. Also man ist hier in seiner Wohnung. Das Spiel ist noch in Entwicklung, ne, mit Unreal 4 Engine. Ich kann auch den Vorgänger spielen, der ist ja mit dabei. Halt mit der alten Engine und der entwickelt das halt immer ein bisschen weiter, dass immer mehr passiert und... Naja, hoffen wir mal, dass es bald fertig wird, weil ich glaube, bis jetzt gibt es noch kein Ende hier. Ab einem gewissen Tag wiederholt sich, glaube ich, alles. Oder ist es dann zu Ende? Wie gesagt, man ist in seiner Wohnung und es passieren paranormale Activities. Und ich muss halt, bevor der Akku leer ist, von meiner Kamera ins Bett gehen, weil wenn ich das nicht mache, dann bin ich im Arsch. So, hallo Püppchen. Mach mal die Tür hier auf. Kann ich hier hoch? Nein. Was ist eine geile Wohnung hier. Ach, der hat den Spiegel schon abgehangen. Weil er Sachen sieht. Oh, ich muss gut zuhören in dem Spiel. Jedes Geräusch. Was ist das denn für eine Toilette? Meine Toilette ist voll. Wo ist denn der Pömpel? Pömpel! Ah, wie schön. Was ist hier? Abstellkammer? Hab ich ein Licht? Ah, ich habe auch ein Licht. Wow, Hilfe! Licht haben wir auch. Wunderbar. So, was haben wir hier? Okay. Ein Hangman als Zeichnung. Was? Was ist los? Hallo? Jemand da? Ah, oh, ja, Musik erschreckt mich doch. Hier, mach mal aus. Ah! Kein Chewbacca, wenn ich sowas spiele. Mann! Oh! Gott, ey, ich muss zusammenreißen. Ich bin ein harter Kerl, Mann. Ey, ich mach Bodybuilding 5-mal die Woche. Hallo? Da kann man sich nicht so erschrecken. Hallo, ich will das Ouija-Board benutzen. Passiert nichts. Okay, auf jeden Fall kann man es noch benutzen, das weiß ich. Wahrscheinlich muss das Haus erst ein bisschen mehr abspuken. So, jetzt sprinte ich mal ein bisschen. Das Wackeln und so und diese Effekte sind halt von dieser Kamera, die er in der Hand hat. Ich kann da nichts machen, ne? Boah, ich würde ja gerne rausgehen. Beim ersten Teil gab es ja nur das Haus, hier kann man rausgehen, aber das ist so unheimlich draußen, vor allem nachts. Hallo! White Wolf, noch einer mit YMA. Hallo? Hallo, ich habe eine Schrotflinte, ja? Geh von meinem Grundstück oder ich mach dich kaputt! Kaputt. Holy shit, ey. Okay, ich geh wieder rein. Ist mir zu unheimlich. Oh, meine Batterie ist gleich leer. Ich muss ins Bett. Ich weiß. Seht ihr, das Bild fängt schon an zu spacken. So, und dann gehe ich nämlich ins Bett und ich habe ja überall Kameras aufgestellt, so wie in den Filmen, Paranormal Activity. Und dann gehe ich hier ins Bett und dann kann ich die Kameras durchschalten und dann müssen wir gucken.
Ey, Junge, hör mal auf jetzt mit diesem Follow-Scheißdreck da. Ihr Schweine. Keine Activities hier. So, neuer Tag, neues Glück. Oh, jetzt gehe ich mal raus. Jetzt ist Tag. Wunderbar. Dum-di-dum. Gibt's was Neues? Lalala. Nein. Kann ich Switcherboard benutzen? Wieso gewittert's denn? Okay, der Teufel will nicht mit mir reden oder Dämon oder was auch immer. Lass es halt, Mann. Denkst du, ich habe Lust mit dir zu reden? Kannst froh sein, wenn du mit mir reden darfst. Sehr viele Leute würden gerne mit mir reden. Und machen alles dafür. Oh. Okay, kann ich was malen? Nö. Wunderschön. Ich gehe jetzt mal raus. Ach, meine To-Do-Liste. Clean the car. Put the crockeries away, take a bath, dress Duckford, watch TV, sleep the day away, sleep the fucking day away, okay. Alles klar, flicken wir, ja. Genau, flicken wir, sleepen wir den Day away. Hallo Tür. Ah, Mann, ey, was ist das denn? Mein eigenes Haus abgeschlossen, gehe ich halt hier raus. Oh, wie das wackelt! Mein Gehirn! Ah! Was ist das denn? Platzregen oder was? Schnell! Schnell los! Boah. Okay. Mein Fahrrad habe ich auseinandergenommen. Schön. Ja. Keine Musik hier. Ruhe. Aus. Was ist das denn für eine Scheißkarre, ey? Fährt denn sowas? Wow, toll, sind das Zementfenster oder was? Das Mann. War da noch irgendwo eine Treppe? Ja. Hallo? Da steht ein Fernseher. Alleine. Oben. Alleine. Kein bisschen suspekt oder so? Nö. Das Licht wieder ausblendet. Ja, Platzregen. Ich schmeiße ja die Mülltonnen um. Das sind wieder diese Raudis, diese kleinen Kinder von Cryo 4 wahrscheinlich. Die in zwei Messern. Oh, guck mal. Telefon. Hallo. Okay, kaputt. Ja, ich scheine sehr ordentlich zu sein. Alles mal so offen stehen lassen. Kann ich Kühlschrank aufmachen? Nee. Was habe ich denn hier zu essen? Shit. Shit-Sitz, Spocky. Hundefutter, ja, das passt. Das ist auch im echten Leben so. Schott-Schick, Schick-Schock, Hundefutter, Banane, Eier. Abwaschen müsste ich auch mal wieder, alles klar. Ach, ich glaube, ich gehe wieder ins Bett. Mein Akku ist eh gleich leer. Tod-Rose hier. Bis jetzt. Oh, guck mal, hier ist mein Let's Play-Büro. Hier meine ganzen Steroid- und Alkoholbecher, die ich hier habe stehen lassen. Oh, da habe ich schon mein Renderprogramm offen gelassen. Sowas aber auch. So. Schlafenszeit. Und dann hoffe ich, dass man mit dem Beacherboard was machen kann hier. Wo ist denn mein Schlafzimmer hier? Okay. Keine paranormalen Aktivitäten. Oh, jetzt habe ich so geschlafen, dass jetzt Nacht ist, wenn ich aufstehe. Oh. Hallo. Hä? Wer hat denn die Waschmaschine angemacht? Das muss wohl der kleine Waschdämon gewesen sein. Der kleine Waschbär. So, komm. Nachts antwortet immer Switcherboard. Wer klopft? Hallo? Okay, aber Will hat keinen Bock mehr zu reden. Der Analmetzger. Hey! Was geht ab? Ab, 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 ab. Wer klopft hier? Hallo. Was ist denn hier? War ich hier schon drin? Ah, mein Kunstzimmer.
Ach, Layers of Fear ist auch ein cooles Spiel, fällt mir gerade ein, da mit diesen Gemälden und so, ne? Soll ja auch ziemlich krass sein. Hab ich nie gespielt. Kannst du den Fernseher anmachen? Mir ist langweilig, komm. Hier passiert doch eh nichts. Mach doch mal den Fernseher an. Oh, VHS, ey, voll Retro hier, was steht da drauf? Pokémon! Pokémon! Ich hab Pokémon VHS. Ihr seid jetzt voll neidisch im Stream. Ich hab Pokémon VHS. Was war das? Hallo? Hallo? Habt ihr nicht das gehört, oder? Mach doch mal einen PC aus, Mann. Stromrechnung. Nein. Das ist Paranormal. Und zwar diese Work-in-Progress-Version und Unreal Engine 4. Ah, da läuft jemand! Lass mich raus! Ja, natürlich hat meine Kamera jetzt einen Aussetzer, jetzt wo ich rausgegangen bin. Was ist da hinten los? Ist da eine Studentenparty oder so? Erstmal hingehen jetzt. Schon nackte Weiber. Hallo? Scheiße, meine Batterie ist gleich leer zum Schlafen. Fuck. Ah, Mann, halt doch mal die Kamera richtig. Ist rumgewackelt hier, wie soll ich denn da laufen? Ich bin voll der Profi-Vlogger, ey. So flogge ich mit der Kamera. Oh, nö! Ha, Mama! Was macht denn diese Puppe hier? Mann, ich geh jetzt ins Bett. Leck mich am Arsch. Na! Tschüss. Ja, es gibt einen ersten Teil davon. Den habe ich mal Let's Played auf meinem Kanal. Und das ist halt diese Work-in-Progress-Version. Da kam heute ein Update raus. Deswegen will ich mal schauen, wie weit der jetzt schon ist hier. Boah, Mann, ey, diese Kackpuppe da im Wohnzimmer. Ah, wieder eine ruhige Nacht. So, alles wieder abchecken. Ja, das war nicht offen. Was ist das denn? Hab ich hier Leichen versteckt oder was? So, jetzt gehen wir nochmal zum Ouija-Board. Ich will jetzt endlich mal, dass er mal was sagt hier und antwortet. Kleine Pisser, Pissgeist, Dämon. Love, Ryan Davis. Oh. Mann, bist du gesprächig, echt. So, ein bisschen Workout machen. Komm, machen wir das Ding an. Wow. Das ist nicht eine Anzeige, also das ist sehr informativ. Das ist wahrscheinlich so High-Tech, weißt du, dass da erst alles dann beleuchtet ist, wenn man es anmacht. Ohne Knöpfe, so Smartphone-Style, weißt du? Ja, erste Teil. Ja, der Teil hier hat, glaube ich, noch kein Ende. Weil der arbeitet ja, wie gesagt, noch dran. Aber es passiert halt schon ziemlich viel. Dauert halt nur ein bisschen. Wie man sieht. Na, ihr kleinen Püppchen, hä? Wollt ihr mich wieder erschrecken? Das ist das Bild aus dem ersten Teil übrigens, was an der Wand war. Kann ich mich noch erinnern, oben. Mein Glockenspiel hier macht Action. Was? Hallo? Wer mäht denn hier Rasen, bitteschön? Auf meinem Grundstück, geht's noch? Komm her! Schlag dir aufs Maul, ey. Boah, meine Augen, ey. Diese Effekte. Wo mäht denn hier einer Rasen? Ist das der Nachbar oder was? Ich habe keine Nachbarn. Ich bin hier der Lord of sowieso. Ich habe keine Nachbarn, das ist alles meins. Ich habe auf meinem YouTube, ja danke für das Kompliment, ich habe ja auf meinem YouTube damals öfter Horror-Let's Plays und so gemacht, ich habe ja damit aufgehört, weil das zu krass wurde mit der Zeit. Und weil Kronk mir die Zuschauer weggenommen hat. Weil jedes Horrorspiel, was ich dann spielen wollte, 2013 ging es noch, 2014, aber mittlerweile, wenn ich ein Horrorspiel spielen will, spielt das Kronk vorher und habe ich keine Zuschauer mehr. Weil die Leute immer gesagt haben, spiel Horror-Games. Horror-Games liegen dir. Obwohl ich eigentlich voll der Schisshase bin. Mach doch mal die Musik aus, Mann. Ich will mit meinen Leuten hier reden, mit meinen coolen Zuschauern und den scheiß Rekorder hier. Ich geh jetzt nochmal hoch, vielleicht macht der Fernseher irgendwas Neues. Hey, meine SD-Karte ist bald voll. Was mache ich dann? Ist das Spiel vorbei? Huch. Ich bin zu blöd, meine eigene Treppe runterzulaufen. Okay, hier ist nichts. Wo ist der Rasenmäher? Kann ich hier rein? Boah, ey, mir wird schwindelig, dieses Gewackel.
kann man das abschalten? Warte mal, Settings. Da gab es mal eine Option, um das Gewackel abzuschalten, aber das hat er weggenommen anscheinend. Okay, spiele ich halt weiter. Ja, das ist ja die Unreal 4 Engine. Und da ist die Grafik auf jeden Fall auch besser als Cryo 4. Cryo 4 spiele ich irgendwann privat so, ohne Aufnahme so, für mich, weißt du. Falls ich dann nie wieder online komme. Ah, mein Akku! Hey, Telefon klingelt, ist mir scheißegal, ich muss ins Bett. Ja, Cryo 4 spiele ich irgendwann mal für mich alleine. Falls ich dann immer online komme, habe ich einen Herzinfarkt bekommen. Wobei, das Spiel geht mir voll auf den Sack. Die Speicherpunkte sind so schlecht gesetzt einfach nur. Wie schlafe ich denn? Ich meine, in seinen Klamotten und so, ohne Decke, ohne alles. So voll ungebüsch. Mein Handy klingelt immer noch. Antilopengeiler, heil, sage ich schon. Geht's noch? Antilopengeiler, hi, wollte ich sagen. Heil. Jetzt denken die Leute, was ist das für ein kleiner Adi, ey. Ach, meine SD-Karte lädt sich auf, wenn ich schlafen gehe, okay. Ich gehe mal wieder ins Bad, ich war schon lange im Bad. Hallo. Zähne putzen. Rasieren. Schön die Eier glatt rasieren. So. Oh, ich kann spülen. Oh, Mann. Als im ersten Teil, wie der Akku leer gegangen ist, dann war das Spiel vorbei, wenn du wach geblieben bist. Keine Ahnung, ob er das hier schon reingepatcht hat, der Typ. Aber ich will es nicht ausprobieren. So, ich will jetzt mal quatschen. Komm, erzähl mir mal was. A, nee, B. U. Burr. Burn. Burn. Vor. Burn for me, geht's noch? Nee. Oh, du hast meinen Kessel angemacht, damit ich spörne. Damit meine Bude abfackelt, ey, das hättest du wohl gerne. Ey, wo ist meine Küche hier? Mach aus! Hallo, wer läuft hier? Hallo? 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 Alter, geht's noch? Das sind Lebensmittel. What the fuck? Du kommst jetzt hier zurück und räumst es wieder auf, du Schlampe oder wer du bist, ey. Räumt einfach meinen Kühlschrank aus, ich glaub, es geht los. Weißt du, hab kaum Geld im Monat und dann hier meine Scheiße auf den Boden schmeißen hier. Was ist denn los mit meinem Handy? Geh mal dran. Jetzt geh doch mal ran. Hallo. Ich bin zu blöd, um auf mein Telefon zu gehen. Och, wie das nervt, ey. Na, dann lass es halt. Warum ist denn das Wasser überhaupt an? Meine Fresse, ey, was für ein Scheiß-Dämon, weißt du? Schmeißt mein Zeug auf den Boden und verpisst sich direkt wieder. Toll, ja, die Eier sind schon auch kaputt, du Arsch. Was geht los hier, ey? Ja, das ist ja die Miete. Ich gebe mein ganzes YouTube-Money und meine Donations für die scheiß Miete von dem Haus hier aus. Alles eins zu eins nachempfunden hier. Ich wohne wirklich so, weißt du? Deswegen auch das Hundefutter hinten im Schrank und so. Was denn hier passiert? Hä? Okay, ein Kerzenständer vom Kamin. Why not? Ach du, Scheißvogel, stehst ja immer noch hier rum. Schon wieder. Ach, das ist mein Glockending draußen, ne? Hier ist nix. Ach, der. So, ich geh mal wieder ins Bett, ne? Boah. Warte mal, bevor ich ins Bett gehe, erstmal richtig abkacken. So. Alles klar. Abputzen. Hallo, die Tür ist zu. Hallo? Hallo? Ey! Hallo? Ha! Lass mich raus! Da ist ein Schatten. Zähne putzen. Ja, ich hab Zähne putzen vergessen und abwischen. Abwischen, warte, abwischen. Wisch ab! Ha, schruppel mit meinem Arsch. So, jetzt lass mich raus. Lass mich raus! Mein Akku! Lass mich raus! Ich bin eingesperrt! Mann! Leute, mein Akku! Hör aufs Licht da und ausmachen, du Idiot! Ich bin unsichtbar, was ist hier los? Guck mal, wie die Küche aussieht. Ja, welcher Mensch? Ich hab so Puppen zu Hause, Mann, was ist los? Guckt's dir an.
Guckt's euch an, guckt's dir an, ja, Deutsch. Oh! Paranormale Aktivitäten in meinem Haus! Der Kamin ging aus, das Licht ging aus. Der Dämon chillt, ey, vorm Kamin. Was ist los? Was ist das für ein Dämon? Danke für ein Follow. Follower. Oh, wow. Jetzt hab ich aber Angst. Du hast einen Kamin angemacht. Ey, ich piss mir fast in die Hose, ey. Ja, und die Tür ist jetzt auch offen. Toll. Meine Bude sieht bald aus wie unter der Brücke irgendwo. So. Hallo? Kann ich jetzt mal in Ruhe hier ins Bad, ohne dass die Tür wieder abgeschlossen wird? So, Zähne putzen. Flatsch, flatsch. Pinkeln. Spülen. Putzen. Nee, andersrum. Egal. Scheiße. Waschmaschine ist auch aus. Alles klar. Dann geh mir doch auf zu klopfen. Den Trick kenne ich schon. Der ist voll lahm, ey. Lass mir was Neues einfallen. Komm, wir labern noch ein bisschen. Oh ja, komm. Weißt du, kaum flame ich den Typ oder die, den Dämon, und schon hat er keinen Bock mehr mit mir zu reden über Sweet Shop. Boah, du bist voll der... Was bist du für ein Lappen, ey? Man kann auch übertreiben, weißt du, direkt beleidigt sein. Was ist los hier? Ja, so, jetzt gucke ich erstmal da, wo ist denn mein Kamin, ey? Ist alles in Ordnung hier. Alles dufte. Was ist das? Risiko? Oder was? Ach, erstmal frische Luft schnappen. Oh, da wird schon wieder ein Rasen, dieser Penner, ne? Weißt du, ich gehe hier hin, dann kommt es aus meinem Kopfhörer irgendwo da hinten her. Dann gehe ich hier hin, dann ist es wieder genau rechts von mir. Der trollt mich doch mit seinem scheiß Rasenmäher. Das ist wahrscheinlich der Typ von Dead by Daylight, dieser Kettensägen-Typ. Hat sich draufgesetzt und fährt hier rum. Geil, Rasenmäher. Oh, mein Akku ist gleich wieder leer. Oh, ey, meine Augen tun richtig weh durch dieses Geschäke und Gewackel die ganze Zeit. Was ist das? Oh, ein Ball! Voll die Vögel, voll die geile Atmosphäre, kaum kommt man hier rein. Totenstille. Das ist auch ein Radio, das hat unendlich Batterie, ey. Ich sag nur 100 Zellen. Oh, Scheiß, läuft mit Benzin wahrscheinlich. Sehr gute Kanister hier. Gehen wir nochmal kurz die Treppe hoch, bevor der Akku leer ist. So, Fernseher bist du immer noch da. Ja, schön. Nice. Der mäht einen Rasen, der Dämon, ja. Erst macht er einen Kamin an, weiße chillt und mäht mir einen Rasen, ey. Dämon als Butler zu Hause. Oh, mein Handy klingelt immer noch. Ja, da geh doch halt mal dran. Hier, warte, auf den grünen muss ich drücken. Wahrscheinlich ein iPhone, deswegen habe ich auf Samsung. Genau wegen so einer Scheiße, ey. So ist ja alles aus, ich habe keinen Bock hier in die Luft zu fliegen. Immer noch das gleiche. Ah, guck mal, wie lange ich schon render. Dreimal geschlafen und es rendert immer noch, ey. Jetzt wisst ihr, warum ich streame und kein Let's Play mehr mache. Genau deswegen, das dauert einfach zu lange. Das Handy klingelt immer noch. Akku ist auch, ne? Unendlich. Passiert nichts. Ist wahrscheinlich kaputt vom Rasenmähen. Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht. Und es regnet auch nur hier. Wohne ich in England oder was ist los hier? Jetzt kommt der Klopftrick wieder, wenn ich aufstehe. Im ersten Teil kommt man hier hochgehen. Kann ich hier hoch? Hör mal auf zu klopfen. Hallo. Ich kenne den Klopftrick schon. Nichts passiert. Ah! Was ist hier los, Mann? Wenn ich setzen willst, dann setz dich hin, aber hör auf, den scheiß Stuhl auf mich zu schmeißen. Geht's noch? Ich hab gesagt, ich hab kaum Geld. Du schmeißt meine Lebensmittel rum und machst meinen Stuhl kaputt. Den einzigen Stuhl in der ganzen Wohnung hier. Der Rest sind alles Couches und so ein Dreck. Warum geht die Musik jetzt an? Hör auf. So, sag mir, was du willst.
Ja, lass es halt. Ah ne, diese Dämonen von heutzutage, ne? Das ist echt eine andere Generation irgendwie. Früher waren die Dämonen anders. Na, klopft die oder der halt auch dauernd? Klopf, 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 klopf. Ja, klopf halt. Was war das? Toll. Mein Windspiel-Ding da wieder draußen. Das bedeutet doch, dass da jemand rumläuft. Hör auf. Sei still. Ja, Platzregen. Platzregen durch die Decke. Das bedeutet, mein Haus ist scheiße. Noch dazu. Ich will jetzt mal schnell zu dem Feuer gehen. Wo war denn das? Da war doch dieses Lagerfeuer. Hier draußen rum zu rennen, Regen, ich bin echt beschwert. Ah! Ah! Ah, ich will wieder rein, ich will wieder rein. Tschüss! Ah. Ach ja, ja, schön. Das sind 486er. Mit 2 MB Arbeitsspeicher. Und 25 MHz. Geh doch mal ans Telefon, mach. Abby, hey. Es geht. Hey! I just got off the phone with Kyle. He said you were having trouble with your house or something. Is everything okay? You mean Kyle was actually concerned? No. Kyle was complaining like he usually does. Don't take it personally, though. Kyle's never lost a pet. I don't think he's ever had a pet. Right. Koi was a good dog. Ich kann mir auch mal so ein Stück drauflassen oder hinten liegen. Well, it's no wonder you'd be stressed out. Yeah. Anyway, Kyle and Heather and I are meeting up at Gringo's later tonight if you want to come along. Was? Ich telefoniere und es klingelt. I'm a little tired. Warte mal, da ist noch jemand am Telefon. Tschüss. Well, if you change your mind. I'll keep it in mind. Bye. See you around, Abby. Jetzt ruft der Dämon an wahrscheinlich, deswegen kann ich auch nichts mehr drücken. Meine Kaffeemaschine ist auch an. Schön. So, dann gehen wir mal, ne, weil Akku und so. Ah, ah. I want to believe. Ja, will ich auch. Tote Hose. Was? Ah, Fußspuren! Geh weg! Geht er in mein Zimmer? Nein! Ich hab doch gesagt, deck dich zu! Jetzt fummelt der Dämon an dir rum hier. Weil du so rumliegst. Hallo? Hallo. Ja. Und der Dämon hat sehr hässliche Füße. Was ist das für eine Schuhgröße? 42? 52 meine ich. Ja, dein Klopftrick, den kenne ich doch schon. So, Zähne putzen. Lalalala. Mundwäsche. Bisschen duschen. Oh, oh, toll. Spülen. Kacken lasse ich heute ausfallen. So. Jetzt. Kann man sehen, wo die Fuß... Was ist das denn? Mein Bild vom Hund! Boah, weh, du hast es aus dem Regal genommen. Ich sag's dir, wenn ich dich in die Finger bekomme. Nee, anscheinend habe ich noch mehr davon. Ich sag nur eins, Ikea. Ja. Hast du davon? Ja, ist doch gut. Weißt du, langsam glaube ich, dass dieser Dämon die ganze Zeit irgendwie stolpert und mit der Fresse auf den Boden fällt oder gegen die Wand oder so. Immer dasselbe Klopfen. So, komm, erzähl mir mal was Schönes. Dankeschön, Chewbacca. Und, warte, ich guck gleich. Ach, wer hat mir gefolgt? Ich muss kurz raustappen. Yannick Schorl, Antilopengeiler. Der Analmetzger und Michael 54. Dankeschön. So, jetzt muss ich wieder zurück ins Spiel. Hab noch ein Rendezvous hier mit einem Dämon.
So, schauen wir mal, ne? Guck mal, mein Handy noch bimmelt. Bimmel, bimmel. Was ist hier drin? Ah, oh, cool. Ein Keller! Ey, ich hab... Gut, dass ich weiß, dass ich einen Keller hab. Oh, geil! Billard, ey, im Keller. Wie geil ist das denn, Leute? Was ist das? Marke Eigenbau. Hallo? Da ist der Safe aus dem ersten Teil. Gibt's auch eine Kombination? Kann ich hier was machen? Nee, kann ich den Ofen aufmachen? Nee. Okay. Oh, ich muss echt auf den Akku achten, ey. Der ist schon wieder fast leer. Ich bin da immer so drin. So tief drin in dem Spiel hier. Dass ich vergesse, auf den Akku zu achten. Rendert immer noch. Alles klar. Hey, hat jemand die Küche aufgeräumt zwischendurch? Ja. Hast du die Küche aufgeräumt? Hast du? Nein. Ey, dieser Dämon, ne? Ist ja schön, dass du abwaschen willst, aber dann machst halt auch. Jedes Mal das Wasser anmachen, sich verpissen, das ist halt, ne? Ja. Sag ja, Apple. So, ich muss schlafen gehen. In meinem Kunstzimmer wollte ich noch kurz reinschauen. Gibt's was Neues? Hast du mir eine Nachricht hinterlassen? Nein. Nein. Ja. Ist mir auch gerade aufgefallen. Na gut. Oh, passiert ja wieder viel heute Nacht. Ich höre eine Tür. Hör mal auf, die Türen da auf und zu zu machen. Wo ist mein Stuhl? Der hat meinen Stuhl geklaut. Der Dämon hat meinen Stuhl geklaut. Ne, da hinten ist er. Ah, A. D. D. O. Addon. Etto G. Was? Etto G? Was Etto G? Hab ich den Buchstabe verpasst? Etto G? Was heißt denn Etto G? Geile Platten. CDs. Was ist das? Heino oder was? Das sah so aus auf dem Bild. Scheiß Chewbacca, ey. Wer macht denn hier die Türen dauernd auf und zu? Ich höre dauernd Türen quietschen überall. Habe ich schon Wahnvorstellungen oder was? Wo ist das denn? Das ist ja wie Meerschweinchen. Ich hab Hunger. Oh, die Puppe liegt. Wo kommt das denn her? Wieder das Wasser angemacht. Das scheiß Telefon. Mein Haus sieht aus wie ein Schlachtfeld. Hä? Nein. Oh ja, Stromrechnung 50.000 Euro, weil der PC 4 Tage rendern muss. Immer noch Türen. Wo ist das denn? Ist das hier wieder? Nee, die Türen. Was quietscht denn hier? Das hört ihr doch auch. Ja, klar. Frau, Dead by Daylight, tiefen Ausschnitt. Das sind die drei Sachen, die du brauchst für viele Zuschauer. Aber ganz ehrlich, mir tun die Leute leid, die da extra deswegen zuschauen. Aus dem Alter bin ich echt draußen, um mich an sowas aufzugeilen. Was quietscht denn hier? Ich gehe jetzt ins Bett. Quietscht doch, ist mir doch egal. Ich kann auch meine Freundin hier nebendran setzen, da kriege ich auch doppelt, dreimal so viele Viewer.
Und dann schreibe ich noch ins Dashboard Boobs. Oh, toll. Danke. Ich will schlafen und er nervt mich. Super. Ja. Das macht mein kleiner Bruder sogar. Das ist ein toller Trick. Ich habe auch beides. Ich erschrecke mich auch in der Brüste. Ich trainiere meine Titten genug. Glaub mir, ich habe größere Titten als manche Frauen. Okay, die Tür geht auf. Willst du zu mir ins Bett oder was? Dann mach. Komm, trau dich. Da siehst du mal die Grumpy Klapperschlange, ey. Ja, super, ja. Weil sie hoffen, die kriegen dann die Nummer oder so, weißt du, können wir eine Nummer klar machen. Echt, ey. Das ist ein Niveau. Das liegt irgendwo unterm Tisch. So, warte mal, ich muss mal so ein Beecher bohren. Ja, klopf, kenn ich schon. Klopf, klopf. Jetzt, wo ich genau hinschaue, weißt du, kommt wieder nichts. Ah, ja, dann lauf halt mal richtig, Mann. Was ist das für ein blöder Dämon, der sich die ganze Zeit die Fresse anhaut? Jeden Morgen, wenn er aufsteht, weißt du, dann laufe ich mal einmal gegen die Wand, um zu erschrecken. Klonk. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie in einem Stream drin von Frauen, die halt so streamen und konnten nie lange genug irgendwie da bleiben, um zu sehen, wie alt die sind oder wie sie sich verhalten. Keine Ahnung. Ich finde sowas halt... Ich frage mich halt, weil ich bin selber ein Mann, ja? Ich bin schon ein bisschen älter, ich bin 32, werde dieses Jahr in ein paar Monaten jetzt schon 33. Und ich frage mich halt, wie jemand von meinem Geschlecht so arm sein kann, dass er sich wirklich an sowas aufgeilt. In Twitch. Was ja... Ja, da kommt dann die Ausrede, ich guck's ja, weil der Streamer so gut ist, ich guck's ja, weil das Spiel so geil ist, ja. Oh, ich sehe das. Naja, 18, gerade mit der Schule fertig, kein Job, nix im Kopf, brauch Geld, ja, kennen wir ja alles, ja. Ne, Top Donation, 5000 Euro, alles klar. Geil! Kein Studium, keine Ausbildung, läuft! Warte mal, wenn Twitch mal abgeschaltet wird oder mal offline ist, mal gucken, was er dann macht. Hat irgendwas gesagt, dass ich mir wehren muss? Keine Ahnung. Hab ich halt weniger Zuschauer, ist mir doch egal, aber meine Zuschauer sind geil. Jeder Zuschauer, der bei mir auf dem Kanal ist, außer deine Flamer vor ein paar Tagen, sind alle korrekt und alle gut drauf. Und ich weiß, dass sie immer wieder kommen. Ich weiß, dass ich mit denen zocken kann, ich weiß, dass sie in Ordnung sind. Und dass es keine notgeilen Hansis sind oder irgendwelche, die wegen sonst was herkommen. Vor allem weiß ich, dass sie auch reif sind. Obwohl ich sogar Zuschauer habe, die hier 13 sind oder in dem Alter und trotzdem noch reifer sind als manche Leute, die ich schon kennengelernt habe. So in der Online-Welt. Deswegen bin ich froh, lieber weniger Zuschauer, dafür gescheite Zuschauer und keine, die ich mit Titten angelockt habe. Oder mit meiner Freundin. Ich könnte ja meine Freundin hier hinsetzen. Was glaubst du, wie da meine Viewerzahl hochschießen würde? Und was bringt mir das? Dass irgendwelche perversen Nerds dann geil sind auf meine Freundin oder was? Dann fahre ich einmal vorbei, reiße den Kopf ab und dann sind sie auf nichts mehr geil. Kommt erstmal eine Fontäne oben raus. So. Ja, hast recht. Mach mal aufregen. Ist schlecht für den Blutdruck. So, komm, ich geh pennen. Ja. Immer, in der Nähe vom Schlafzimmer, immer. Aua! Fehlt noch so ein Aua im Hintergrund. Da wäre es voll die Komödie hier. So, schauen wir mal. Ja, genau. Ich war ja seit 2013 bin ich ja auf YouTube aktiv, habe schon auch knapp 1000 Videos. Und ich bin ja auch jetzt hier zu Twitch wieder gewechselt, weil ich mit Leuten reden kann, interaktiv zocken kann. Man kann fragen, was wollen wir denn als nächstes zocken, was machen wir hier, dies und das. Man kann sich eine Meinung direkt einholen, was beim YouTube-Video ja nie geht. Die schreiben ihre Meinung unter das Video und dann bin ich halt offline und dann kann ich immer erst später reagieren. So können die Leute direkt sagen, was Sache ist und dann läuft die Sache, weißt du? Hey, this is really unexpected, Les? But it's great news. It's me again, Doc. It's
Ja, die Sprüche kriegt man im Alter, glaube ich. Umso älter man wird, umso besser werden die Sprüche. Siehst du bei Kronk? Was haut der denn für Sprüche raus? Der ist auch noch ein paar Jahre älter als er. Das ist so. Umso älter man wird, umso schlagfertiger. Wieso spielt er eine Kassette ab, ohne Rekorder, ohne alles? Okay, habe ich schon eine Wahnvorstellung? Ich glaube schon, ne? Die Toilette ist einfach nur... Was blubbert denn da so, dass da so Wellen kommen? Ach, der Dämon ist gerade auf dem Klo. Weißt du, was ich vergessen habe? Ouija Board. Ja, der alltägliche gegen die Wand Lauf Knall. Ja, kannst du mir ja mal vorstellen. Mal gucken, vielleicht kann ich ja mit ihr dann zusammen Sprüche kloppen. Ja gut, das... Ja. Ich spiele auch nur wegen dem Spiel und wegen den Zuschauern. Ich bin keiner, der klickgeil ist oder viewgeil oder irgendwie hier... Ich könnte jetzt Minecraft einschalten oder League of Legends oder keine Ahnung, irgendwas, was voll beliebt ist, da würde ich bestimmt auch mehr Views bekommen. Ich spiele halt Paranormal, ja. Ja, das macht mir halt Spaß. Ich finde es halt geil. Ich scheiß mal gern die Hose. Ach, ich wollte zum Lagerfeuer da hinten. Nee, das sind die Nachbarn. Jetzt! Das war das Tag, ist, wenn ich so rausgehe, dann kriege ich einen Herzinfarkt. Ja, Ausnahmen gibt es immer. Ich renne da immer noch. Oh, das Wasser ist mal aus. Hat es aufgegeben im Geschirrspiel, aber das Handy natürlich. Das klingelt wieder, was ist. Kann auch alle paar Jahre nur rangehen. Wo ist denn das Lagerfeuer? Das ist mir zu unheimlich. So, dann gehe ich mal wieder in die Haier. Huch, ja, ich laufe erstmal gegen die Wand. Ist auch geil, stell dir mal vor, Paranormal. Was? Mein Kurzzimmer wird immer bunter. Stell dir vor, Paranormal in Real Life, ich laufe den ganzen Tag so durch die Wohnung. Mit der Digicam. Ganzen Tag. Geil. Einfach was essen. Kacken gehen. Oh, abputzen. Warte, ich habe nur eine Hand frei. Wie mache ich das jetzt am besten? Scheuer. Wo wird das denn bunter? Echt jetzt? Was hat das denn? Ach, der Eimer war das. Hä, wie geil! Ist er jetzt von allen geflogen, habe ich ihn weggekickt. Komm her. Boom. Boom. Geil. Tolles Geräusch. So, ich muss pennen gehen. Gucken, ob da noch was passiert hier. Neues. Ja. Oh, was Neues! Den Licht an Austrick kennen wir doch schon. Hallo? Hallo? Toll, das war's schon. Licht an, Licht aus. Ist das noch ein Kind oder was? Dämon in der Ausbildung oder wie? Azubi. Ich steh auf. Erstmal gegen die Wand gelaufen. Kennen wir alles schon. So, Ouija Board. Was hast du zu sagen heute? Oh Mann. Dachboden. Ja. Neues Minigame kickt den Eimer. Verstecktes Easter Egg, weißt du. Blum. Auf dem Dachboden, du meinst hier oder was? Nee. Ist ja zu. Ich glaube, das macht er noch. Das patcht er wahrscheinlich noch rein irgendwann, weil ich kann die Leiter auch. Ah! Ich kann hoch! Cool! Das geht ja doch. Hallo? Hä? Ah! Mann! Hä? Was? Was war das? Aha. Was bedeutet das? Es ist ein Dämon in der Ausbildung. Sowas malt nur ein Kind. Oh, hier ist ein Schlitz. Ach, deswegen regnet's rein! Mit Platzregen. Da sind nur Löcher im Dach hier. Okay. Wie gehe ich jetzt wieder hier runter? Ah, okay, so geht das. Das Spiel heißt Paranormal. Es ist halt das gleiche wie im Film. Paranormal Activity. Ich bin halt in meinem Haus hier und es passiert halt immer mehr. Und das halt der Dämon meint, der könnte mich trollen hier. Das ist aber halt diese neue Version, wo halt noch ein bisschen entwickelt wird. Sie steht ja auch unten, ne? Work in Progress. Also es gibt, glaube ich, noch kein Ende. So wie beim ersten Teil. Den ersten Teil habe ich ja auch gespielt.
Da gibt's ja dann ein Ende und dann ist das Spiel vorbei. Aber das hier hat noch kein Ende, soweit ich weiß. Wo ist mein Eimer? Im ersten Teil war es so, du musst halt rausfinden, was da los ist, warum du halt diese paranormalen Aktivitäten da, ne, diese paranormale Action da hast. Ich denke mal, das ist hier genauso. Ich muss sagen, also bei Paranormal, bei dem Nachbar, der mäht jeden Tag seinen Rasen. Ja, leg dich ab. Ja, und beim ersten Teil, muss ich sagen, da habe ich schon gut in die Hose geschissen, als ich an diesen Dämon gesehen habe im Keller. Ich damals als Let's Play aufgenommen. 2014 war das mal. So lange her. Oh, mir jetzt schwindelig vom Lauf. Ich muss langsam laufen, sonst kotze ich. Paranormal Activity ist doch voll cool. Es gibt Teile, die sind schlecht, aber gerade der erste und zweite ist eigentlich ganz nett. Die ganz neuen, die sind kacke. So. Was hab ich denn da für Fotos hängen? Nacktbilder. Schnell wegmachen. Der Raum hier ist so überflüssig. Was mache ich denn hier? Außer mein hässliches Auto angucken. Und Musik hören. Oh, Danger. You are listening to the graveyard shift with listening to the Poltergeist. I got a nice list of tracks for you all. Ja, guck den nochmal. Paranormal Activity ist eigentlich voll cool. Ist auch sehr, also wenn man den Kino geschaut hat, ist auch ziemlich krass. Ach, dieser Schuppen hier ist so voll lame. Mein Akku. Eins und zwei kannst du auf jeden Fall gucken. Drei ging, glaube ich, noch. Aber 4, 5 und der ganze Kram danach war irgendwie. Kannst du eine Pfeife rauchen? Ja. So, aus. Ach nee, jetzt telefoniert er wieder. Nö. Ich habe also auch keine Ahnung, wann dieses Spiel hier jetzt zu Ende ist. Wann halt nichts mehr Neues passiert, weil es ist ja wie gesagt in der Entwicklung noch von dem Typ, der macht das übrigens alleine. Und ich denke mal, dass es halt irgendwann zu Ende ist, dass halt nichts mehr passiert. Ich habe auch keine Ahnung, ob es hier ein Ende gibt in dieser Preview-Version. Hallo? Ist der gegangen, Dämon? Ja. Das läuft mit Solarenergie wahrscheinlich. Oh, jetzt quietschen die Türen wieder und ich habe keine Ahnung woher. Es kommt auch kein Klopfen mehr, ne, wenn ich aufstehe. Ich glaube, der Dämon ist gegangen. Keine Lust mehr. Wurde ihm zu langweilig hier mit mir. Konnte ich das Geflame wahrscheinlich nicht mal anhören von mir. Beleidigt mich nur den ganzen Tag. Arschloch. Bist du noch da? Antwort mal, mit Yes oder No. Na, lass es halt. Komm, weißt du. Will man nett sein. Undankbar. Darf hier wohnen, kostenlos, weißt du? Ich sag nichts, darf mein Billardtisch unten benutzen. Hallo Tür. Das Blut hier auf dem Boden ist aber neu. Glaube ich. Diese quietschenden Türen dauernd, ne? Ich will jetzt mal zu dem Lagerfeuer, was da draußen war. Ist mir jetzt egal, ob es dunkel ist. Ich traue mich einfach. Aber erst muss ich mein Kunstzimmer abchecken. Was gibt's hier Neues? Nichts. Keine Zeichnung, nix. Kann ich zu den Nachbarn? Ich gehe zu den Nachbarn. Ach so, ja. Ob ich zu den Nachbarn kann? Boah, Mann, ey. Diese Kamera. Oh, hallo! Hallo, Leute! Hier sind Leute. Ach, der hat im Patch, glaube ich, das Gebiet erweitert, wo man rumlaufen kann. Ah, nee, hier ist Ende. Ah, schade. Oh, schon Geräusche. Hilfe. Wow, was ist das? Ah! Alter! Geht's noch? Ich zeig dich gleich an. Fahr mal langsam, damit ich ein Nummernschild aufschreiben kann, du Penner, ey. Meine Fresse. Hier wird mir ja noch fast überfahren. Von der eigenen Haustür hier.
Oh, guck mal. Was ist denn hier? Muss echt auf meinen Akku ein bisschen achten. Boah, ich sehe gar nichts. Boah, tolle Taschenlampe. Willst du mich verarschen? Die leuchtet ja wirklich nur einen Meter weit. Ist das mein Schuppen? Nee. Was anderes. Hallo? Ist hier jemand? Hä, das ist mein Schuppen. Bin ich blöd? Das sah ja schon immer so aus. Bin ich gerade dumm irgendwie oder so? Ja, das ist mein Schuppen. Toll. Oh Mann. Das Lagerfeuer ist weg, ey. Da gab's doch mal dieses Lager. Was war das? Hallo? Hallo? Das Lagerfeuer ist weg. Schade. Hoch. Mal gucken, was da ist. Ach ja, stimmt. Ich hab's aufgenommen. Kurz hätte ich also die Kamera, ich Idiot. Ich weiß nicht, ich brauch's zum Schreiben, weißt du. Oh Mann, ey. Mach mal die Dinger hier zu. Komm. Sieht ja aus wie Sau hier. Ach, dann lass es halt. Der ist weg. Gibt keinen Dämon mehr. Ist weg. Passiert nichts mehr. Kein Klopfen mehr. Das Wasser ist wieder an. Hallo? Das ist ja, als würde er gerade so hinter meinem Kopf vorbeilaufen. Von rechts nach links. Wow. Schritte. Die Schritte des Todes. Oh Mann. Oh, und die Türen quietschen wieder. Aber das Klopfen, ich glaube, der hat laufen gelernt. Das Klopfen kommt nimmer. Ist vorbei. Mann, er redet doch mal ein bisschen mit mir. Ey. Erzähl doch mal was aus der Dämonenwelt. Wie ist die Luft dort? Wie ist das Wetter? Braucht der Computer dort auch so lange zum Rendern? Wie alt bist du? Wie groß ist deine Körbchengröße? Hallo? Ich will da wieder hoch. Wie ging das nochmal? So? Hallo? 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 Ich will da hoch. Ah. Okay, schauen wir mal. Vielleicht ist da oben irgendwas Neues. Hallo? Strichmännchen ist noch da. Fernseher. Ist das mein Licht eben ausgegangen? Achso. Okay. Weil ich auf Steuerung gedrückt habe, da geht das auch. Okay, hier ist. Okay, hier ist tote Hose. Gehen wir wieder runter. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel in dem Spiel. Oh, eine Kassette. 5 days. She was here 5 fucking days. Ja, dann ist er ja weg. Hab schon 5 Tage. She was great. She knew tricks. She was like 9 months old, I think. Best. Really energetic. Great. Beautiful blue eyes. 5 days later. Was labert der? Just fine. And then all of a sudden, my folks come over for a surprise visit. I make this, you know, I like to think it was an okay chicken dinner. And ja, du musst einfach nur anfassen. Durch die Energie von deinem Körper, diese. For no reason, she starts snapping at the air and foaming. Elektronischen Impuls aus deinem Gehirn können das Ding abspielen. Ich gehe mich mal hinlegen, da labert noch Scheiße. So. Der redet immer noch. She's biting me in the hand. My right hand, my good hand. I've been working on Atlas with this hand for months. Telephone. Bandaged up, it's all fucked up. Telephone. The goddamn bones out. I don't know what the fuck. Der redet immer noch, happened. Die ganze Zeit, wo ich jetzt geschlafen habe. My folks took her back, and the thing is,
fucking animal rescue. And they animal rescue. They're apologizing to me about this dog that was just, she was totally fine. She was amazing. She was well behaved. She was a sweetheart. And then she just goes psychotic. And they say, oh, it's because she may have had guarding issues. Jetzt halt doch mal die Schnauze. Guarding issues. She tried to rip my goddamn arm. Ist das schlimmer als der Dämon? For no fucking reason. And then they just, they give me this consolation like, kurz Pause gemacht beim Reden. Well, we've received her and she'll be destroyed by this afternoon. Ich glaube, das war's. Da passiert irgendwie nichts mehr, kann das sein? Fucking great. That's my life right now. Mattel Clark, I get your animal. Hier. Plop. Plop. Hey! Boah, da sind sogar zwei! Drei! Boah, ich hab den anderen sogar getroffen. Guck mal, wie gut ich bin. Steck fest! Ich steck fest! Nein, ich hab's Spiel verbuggt! Nein, ich hab's Spiel verbuggt! Das Minigame hat mein Spiel kaputt gemacht! Jetzt bin ich festgebuggt. Ich bin festgebuggt! Jetzt geht die Batterie leer und dann ist Ende Gelände. Jetzt beweg dich doch! Nein, kein Zoom. Toll, jetzt stecke ich hier fest. Echt jetzt? Ich bin festgebuggt, weil ich ihn einmal zu hart getreten habe. Ey, das war einfach zu viel für den einen. Ich bin festgebuggt. Nein. Ach, das ist der Dämon, ja. Der Dämon ist der Eimer anscheinend. Okay, ich warte jetzt mal, bis der Akku leer geht. Kann sogar sein, dass er das so programmiert hat bis jetzt, dass der Akku gar nicht leer gehen kann. Dass nur ein Balken die ganze Zeit bleibt und dann... Na ja, mal gucken. Werden wir gleich sehen. Ich spiele nie wieder mit den Eimern, wenn ich das Spiel spiele. Scheiße, Mann. Komm schon, lass mich los. Oh, der kleine Pac-Man da unten, der war's. Nein, meine Augen. So keine Kunst, ey. Die Eimer-Dämonen, ja. Das ist... Jetzt lass mich doch gehen. Hallo. Lululululululu. Ich wollte noch ein bisschen mit dir spielen, Dämon. Hui. Das ist eine tolle Kamera. Ist ja voll der Mega-Zoom. Wie viel ist das? Zweifach? Einfach? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ey, so lange jetzt durchgehalten hier und dann... festgebackt. So lange und jetzt festgebackt. Eieieiei. Ganze Arbeit umsonst. Die ganze Mühe, Kontakt aufzunehmen. Alles umsonst. Extra Reacher-Board gekauft. Kamin vorbereitet, damit sich der Dämon wohlfühlt. Bock auf LOL? Nee, ich hab keinen Bock auf LOL. Spiel kein LOL. Autosave? Nee, hier gibt's ja kein Save. In dem Spiel gibt's nur Stop und Play auf der Kamera. Ist keine Save-Kamera. Schrottkamera. Verdammt. Ja komm, geh aus. Ich will jetzt sehen, was passiert, wenn der Akku leer geht. Wahrscheinlich passiert gar nichts. Und das blinkt jetzt die ganze Zeit. Erstmal so zwei Stunden lang. Beim Alten geht's, ja. Tja. GG, genau. Das ist das Ende. Der Eimer hat's beendet. Ja, das war's wohl, ne? Oh Mann, ey. Ich glaube, der Akku wird immer so bleiben. Der hat das wahrscheinlich extra gemacht, weil das noch in der Entwicklung ist. Was? Der Ziegenmann? Ja. Das war's. Musik! Ich habe Musik. Der Dämon ist noch da, hat Musik angemacht. Ich häng trotzdem fest. Kannst du Musiker machen, wie du willst. Bringt mir nichts.
Was passiert eigentlich, wenn die SD-Karte voll ist? Platzt da meine Kamera? Steck ich in diesem scheiß Kunstzimmer fest? Meine Fass. Jetzt laufen wir weg! Keine Chance. Keine Chance. Hier sogar ein Clipping-Fehler. Guck mal, ich kann ins Zimmer rechts reingucken. Scheiße, echt. Tja, würde ich sagen, next game, ne? Aber was? Was soll ich zocken? Jetzt kommt wieder Dead by Daylight, ja. Da werde ich doch sowieso ausgespielt von den ganzen Tiddies, die streamen. Ich habe eh keine Chance, dass der Zuschauer kommt. Das die Map fangen. Ja, wie gesagt, der Typ hat ja gemeint, wenn es fertig ist, dann wird es ja auch richtig wieder eine Story geben, also wo man dann auch wieder so ein Ende hat und so, wie beim ersten Teil. Rainbow Six, ja, mit wem soll ich das spielen? Hat doch keiner. Ich könnte eine Runde spielen, ja, dann fail ich halt alleine rum. Outlast. Outlast habe ich installiert. Und Whistleblower. Whistleblower fand ich schlimmer, dieses DLC. Da war ja voll die ganze Zeit Action. Kann mich auch kaum noch dran erinnern. Ich habe das so schnell durchgespielt. Ich hatte so Schiss bei Whistleblower. Du, ja, ja, dass du das hast, weißt du. Aber sonst hat das keiner. Toni, der Assi-Toni. Ja, ja, so sind sie, die Weiber. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Okay, Heroes of the Storm. Ich mach jetzt hier erstmal aus. Das ist so kaputt. Alles umsonst. World of Warships habe ich auch. Habe ich nur einmal gespielt bis jetzt. Ein Strawpoll. Ja, ich habe versucht vorhin einen Poll zu machen, aber irgendwie kam ein Fehler von Nightbot. Warte mal, ich muss mal Nightbot aufmachen. Nee, ich muss meine Webseite aufmachen. Ich habe irgendwo eine Webseite gespeichert, wo alle Kommandos stehen, wie sie richtig funktionieren. So, warte. Poll. Aha. Okay. Assi-Toni. Whistleblower ist cool, ja. Warte, ich versuche das mal mit dem Poll, aber Poll ist... Warte mal, so. Dann, was steht da? Was muss ich eingetragen? New, du Hirn. Warte mal, ich schreibe jetzt mal nur Poll New. Was passiert denn da? Ah, Titel, Option. Okay, ich hab's. Poll. Ey, bis ich einen Poll geschrieben habe, sind doch eh schon 20 Vorschläge im Chat. Das ist doch voll Blödsinn, was ich jetzt mache. Poll ist voten einfach. Da könnt ihr voten. Müsst ihr, glaube ich, auch Ausrufezeichen Poll und dann Option 1, 2 oder 3 schreiben oder so. Keine Ahnung. Glaube ich zumindest, so steht es hier. Option, da kann ich mir die Results angucken. Und ihr schreibt es halt einfach so rein. Tja. Welches Game? So, einmal. Wer kennt denn von euch Daylight alles? Daylight ist auch ein geiles Spiel. Wie Daylight in my life, I wanna be. Jetzt warte mal, ich schreib doch gerade den Pollen noch. Immer diese ungeduldigen Leute hier, also, da. Mal gucken, ob das funktioniert. Ah, jetzt müsst ihr da drauf zum Voten. Ah, ey, ich will da jetzt mal selber drauf. Mal gucken, was da abgeht. Voll geil. Erstmal selber mit voten. Das ist ja nice. Oh, ich hab bei Data die 3 vergessen. Jetzt klickt ihr da drauf und dann könnt ihr eine Option da auswählen und dann kann ich Results machen gleich bei Poll. Verstehst du? Und dann sehe ich die Poll-Ergebnisse. Voll nice. Das ist mein erster Poll. Ja, wie gesagt, Rainbow Six, zu wenig Spieler, WoW, wahrscheinlich zu wenig Zuschauer. Glaube ich kaum, dass jemand WoWs sehen will. Was soll ich da machen? Arena? Schlachtfelder? Hab ja mein PvP-Gear voll. Arena-Set. Was soll ich ja machen?
Rollenspieler-Trollen in Goldhain. Spiel ja auf den Aldor. Bisschen mitmachen im Rollenspiel. Dann nenne ich mich irgendwie Grumpy Dödel oder sowas, damit ich auch da reinpasse in das ERPG. Wie sich das ja so schön nennt. Warte mal. Oh, Hotz. Daylight, 3 Votes und Outlast gar keinen. Wiss. Okay, schlag mal Daylight runter. Geht ja schnell. Daylight in your eyes. I wanna be daylight in your eyes. Cry 4 lösche ich wieder. Ist zwar nett vom Horror her, aber... Hör auf zu bimmeln! Was, voll nett, voll Stream abgekommen. Ja, Heroes of the Storm können wir danach mal zocken. Eine Runde. So. Was? Da musst du aber echt? Du hast Outlast gemacht? Ich habe mich schon gewundert. Outlast. Wer ist mir zuletzt gefolgt eigentlich? Ich bin das Ding unter dem Bett. Has followed. Danke. Ich bin das Ding unter dem Bett. Alles klar. Ich bin das Ding über dem Bett. Was? Es war 223. Echt jetzt? Warum wird mir dann bei Outlast 0 angezeigt? Outlast 0 Votes, Hotz 2 Votes und Daylight 3 steht bei mir. Nee. Lest doch mal oben. Oben steht 1 Outlast 0 Votes. Ja gut, kann sein, dass es so war, aber der zeigt es falsch an. Komisch. So, Daylight braucht 13 Minuten zum Runterladen. Was machen wir denn so lange? Toll. Was machen wir denn so lange? Hä? Ich muss mal in meinem Dashboard machen, das Spiel. Was? Also, nichts Neues, okay. Oh, Heroes of the Storm ist gerade Summer Championship live. Werde ich wohl kaum Zuschauer haben bei mir. Outlast? Ja, das kann sein, dass ich zu früh dieses Poll-Ding da aufgelöst habe. Das kann sein, ja. Do it! Just do it! Was denn jetzt? Hotz oder Outlast? Outlast kurz anfangen, das Stellwertspiel ist ja auch Schwachsinn. Dann spiele ich lieber Outlast später richtig. Ja, aber ich habe Game-Ding drin. Da muss ich extra Browser-Aufnahme umstellen bei XSplit. Da muss ich den ganzen Stream stoppen. Ist auch kacke. Browser-Game jetzt. Ja, ich mach mal kurz Heroes of the Storm an, komm. Kurz. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Twitch ist echt gerade ein bisschen am Abkacken. Ich war eben auf meinem Dashboard und das hat die ganze Zeit diese Dauerladekacke da gehabt. Dauer. Das Buffern. Hotz, Heroes of the Storm. Nur eine Runde, bis Daylight gleich fertig ist. TS? Wie ich auf Battle.net heiße. Das wird's wohl gern wissen, ne?
Crumpy Flash heiße ich da. Raute 2510. Erstmal Sack klatschen. So, wo ist es denn? Mein Hotz. Da ist mein Hotz. Oh, wie lange der wieder lädt. Ich will ihn das nicht. Ja, Outlast kennt jeder. Das ist es. Ich habe es halt auch schon durchgespielt. Und Whistleblower habe ich auch schon durchgespielt. Daylight kennt man zwar auch schon, kenne ich auch schon, habe ich auch schon durchgespielt. Aber diese Zettel sind ja random, die man da findet. Es ist halt so ähnlich wie Slender. Nur halt viel geiler und schlimmer. Doch, Raute 2.5. Warte. Ich habe das Spiel jetzt gestartet, da müsstest du eigentlich gleich mein Battle-Ding da sehen, in-game, im Stream. Wo ist mein Spiel? Warum sehe ich auf X-Blick kein Spiel? Was ist da los? Hallo? 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 Ihr wisst ja, ne? Gegen früh, 3, 4, 5 Uhr, je nachdem, mal gucken. Wieder Dead by Daylight rein. Das ist so die Uhrzeit, da wird gemetzelt und aufgehangen. So, immer noch kein Spiel bei XSplit, was ist da los? Warum erkennt denn XSplit kein Blizzard-Spiel? Was ist das denn? Hallo? Will er mich gerade verarschen? Hallo? XSplit erkennt automatisch jedes Spiel, aber kein Blizzard-Spiel. Willst du mich jetzt gerade verarschen? So ein schlechter Scherz, oder? Warte mal, ich muss da jetzt mal draufklicken. Was ist denn da los? Refresh. Ja, refresh mal. Hier, hallo. Will ja nichts sagen, aber... XSplit erfasst kein Heroes of the Storm bei mir. Warum? Sei mal still, Medi, was soll denn das? Der erfasst kein Heroes of the Storm. Das ist jetzt voll kacke. Was soll ich da streamen, wenn man nichts sieht? Mal kurz den Stream aus, eine Sekunde. Vielleicht geht's dann, warte mal.